Problem. Lea ist da. Sie stand vor ihrer Tochter und deine Statue gesehen. Ich versuche alles zu erklären und alle Wogen zu glätten. Sie will ein Auto von Okoye, kostet 300.000. Maybe stimmt sie das fröhlicher. Vielleicht bleibst du besser drin. Guten Abend, Herr Summer. Hatte die Zimmerverlängerung im Casino, da ich sie nicht erreicht habe. Leider wegen dem Zimmer wollte ich Ihnen schreiben. Zimmer verlängern. Okay, klären wir später. Lea. Heute. Ach du. Ach du. Nein, hör dir das an, Robert. Wie viele SMS habe ich? Hast du Lack geschnüffelt? Wo zur Hölle seid ihr alle und warum erreiche ich niemanden? June, die rebellisch ist, wenn sie ihre Periode hat. Was ist mit Volksnah? Hast du ein Problem? Wenn nein, willst du eins? Hallo, Bertus. Guten Abend. Was ist dein Problem? Ich habe nur ihre wunderschöne Statue beutachtet. Hallo, Bertus. Guten Tag. Hallo. Was macht ihr hier? Wir wollten Ihnen... Ja, was wir machen, das ist 22 Uhr. Was ist um 22 Uhr? Party ist hoffentlich. Ja, Party, da waren wir gerade schon. Wir wollten Ihnen nur etwas geben, quasi. Achso, was denn? Quasi ein kleines Geschenk. Quasi der erste aus unserer Produktion. Ich bitte Sie, hier, bitte sehr. Dankeschön. Genau. So, als Zeichen sind mächtiger Mann, deswegen brauchen sie auch ein mächtiges Werkzeug. Alle meine Kleider sind weg. Das wollten wir ihnen eigentlich abgeben und ihnen sagen, dass wir versucht haben, den ganzen Tag diesen Poletti zu... Während ich halbnackt draußen im Regen stehe, versammelt mich eine June ein, die mir erzählt, dass sie alle meine Klamotten hat und meine Tochter sein wird. Alles abgesucht. Wir haben sogar Personenkontrolle durchgeführt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit Spekulatius ist doch das Leben schön. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch eins habe. Ich muss kurz SMS lesen. Ist wichtig. Ich bin gleich bei euch. Dann treffe ich Bennett, der mir erzählt, dass unser Haus abgerissen wird. Diese Nachricht erhalte ich, während ich vor einer lebensgroßen Ryan-Statue mit Flügeln aus Gold stehe. Nur damit mir ein sogenannter Hasten mit Anlauf ins Gesicht fasst. Hörst Spekulatius, kannst du mir das leider lesen. Jetzt läuft er mir nach und schenkt mir Rosen. Ryan, wie willst du das retten? Hab selbst gerettet. Hasten kauft mir ein Auto. Er hat 48 Stunden Zeit. Es wird ein schöner Toros. Hoffentlich in Roségold. Kannst du mal weniger rumschreien? Mit Töchterchen und Sugar Daddy 2 im Casino Club, falls du Lust hast. Ryan, wir sind Freunde. Diese Freundschaft würde ich niemals riskieren, das weißt du. Deine Frau Lea ist super sympathisch. Ich kann nichts dafür, dass Lea betrunken ist. Deine Frau ist aber trinkfest. Guten Abend, Herr Summer. Würden Sie sich gerne, wenn Sie Zeit haben, benötige zwei Schlüssel für abhaken. Gut, den werde ich auch direkt brauchen. Danke an der Stelle schon mal dafür. Der wird jetzt gleich zum Einsatz kommen und ich weiß noch nicht warum. Ich gehe mal kurz auf die Party. Herr Butter, sollen wir mitkommen? Sollen wir mitkommen? Ja. Also wenn Sie wollen, ne? Also wir wären auch moralisch sehr flexibel. Das bin ich jetzt auch. Es gibt eine Sache, da verstehe ich keinen Spaß. Ja, wir haben auch Robert dabei. Wenn es mir lästig aus, wir nehmen dich. Ja, ist kein Thema. Guten Abend. Hallo Ryan. Hallo Ryan. Ein Wundervollen, mein Schatz. Hallo, ich muss auflegen. Komm her! Nein! Aua. Du hast meine Frau angefasst! Hab ich nicht, das ist gelogen! Aua! Ah.
Ah, das geht voll auf den Kopf, Alter. Ich hab die nicht angepackt. Warum habe ich eine SMS darüber, dass du sie angefasst hast? Das kann sie ja ein bisschen erklären. Aua. Er hat gesagt, sie regelt das. Er hat mich verarscht. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Ryan? Ja? Was ist das? Warum bin ich Mutter? Können wir erst das Wichtige klären? Hat er dich angefasst? Das ist schon geklärt. Das habe ich dir auch geschrieben, falls du deine Nachrichten ganz gelesen hast. Du hast mir geschrieben, dass der dir ins Gesicht gelangt hat. Ja, und ich habe ihm zurück ins Gesicht gelangt und habe ein 200.000-Euro-Auto dafür geschenkt bekommen. Das unfair. Thema ist durch. Warum bin ich Mutter? Das ist unfair. Jetzt habe ich ein Gut. Was hast du? Das tut weh. Ja, natürlich tut das weh. Ist auch ein Schlagring. Das tut richtig weh. Jetzt weint er wieder. Oh, nee. Jetzt hör auf zu heulen, Hasten. Das tut weh. Ryan? Wer meiner Frau ein beschissenes Haar krümmt, bezahlt mit seinem Leben. Warum hat er dir ins Gesicht gelangt? Um ehrlich zu sein, glaube ich, weil er ein alter, tattriger Mann ist und als er was wegpacken wollte, das Gleichgewicht verloren hat, aber... Ah, das war keine Absicht. Wollte ich eigentlich nicht zugeben, sonst wäre das mit dann dem Auto muss ich ihn auch nicht gewesen. Umbringen. Nee, das brauchen wir nicht. Komm, Ryan Cornelius aufhessen. Butters. Cornelius? Ja. Warum bin ich Mutter? War das unser Stichwort? Ja, danke. Also, streng genommen bist du das nicht. Habe ich unser Stichwort gehört? Umbringen? Nein. Wir sind schon handelt da, sich wohl Frage. Um ein Missverständnis. Seid ihr nicht der Chauffeur? Okay. Wer sind wir? Ich stehe heute Morgen auf. Ja. Ich trage nichts außer meinem Seidennachthemd. Ja. Ich möchte mich anziehen und finde keine einzige Socke mehr ja. irgendwo, geschweige denn andere Kleidungsstücke. Ja. Also versuche ich dich zu erreichen, erreiche dich nicht. Ich erreiche Steinfeld nicht. Ich erreiche jetzt hör auf zu heulen, Hasten! Ich erreiche Bennett nicht. Ich erreiche niemanden, ja? Ich erreiche noch nicht mal Valeska, der sonst immer irgendwo um die Ecke lauert. Ich erreiche gar keinen. Also gehe ich barfuß in meinem Seidennachthemdchen nach draußen, in den strömenden Regen, wo mich diese nette Dame aufgabelt. Das ist June. Die mir, ja, June, das habe ich dann Lea, mitbekommen. June. Ha, danke schön. Oh, die mir dann sagt, sie hat meine ganzen Klamotten, weil du ihr die geschenkt hast und wir adoptieren sie. Das warte, 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 warte. Ich habe dir nicht Leas Klamotten geschenkt. Habe ich auch nicht. Hast du auch nicht. Aber sie interpretiert das, weil ich einen Second-Hand-Laden habe. Ja, ich hab doch nicht deine Klamotten in den Second-Hand-Laden gegeben. Hast du nicht gerade gesagt, Ryan hat dir Klamotten geschenkt? Ja, natürlich, aber doch nicht deine. Wo sind dann meine Klamotten? Ja, keine Ahnung, vielleicht geklaut. Ich habe doch nicht June deine Kleidung geschenkt. Ryan, ich habe kein einziges Kleidungsstück mehr in meinem Kleiderschrank. Du bist reich, dann kauf dir neue. Vielleicht ist auch dieser an unserem Haus steht ein Riesenkran und im Casino steht eine überdimensionierte Kran. Das mit dem Kran verstehe ich selber noch nicht, aber die goldene Statue von mir ist wunderschön. Die ist wunderschön. Und vor allem bodenständig. Bodenständig. Darf ich vorstellen, meine Wahlkampfhelfer. Hallo. Und dann hast du dich mit dem Tilt angelegt. Ja, scheiß nimmst auf den. Nimmst du die scheiß Bongos aus meinem Gesicht oder ich prügel dir die Bongos in deinen Hals. Ja, ich hab dir gerade was gegeben. Also, das mit den Klamotten, dafür kann ich nichts. Wo die sind, keine Ahnung. Dass ich Junes Laden unterstütze, das tue ich. Aus Zimmern, die geräumt werden, bekommt June die Kleidung für ihren Second-Hand-Laden. Und das mit, also... Naja, also und das andere, da, also da ist ja das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Also das war ja mehr eine Frage, die ich dir gestellt habe. Mhm. Warum hört es sich so an, als wären die Papiere schon unterschrieben rein? Uh-oh. Sind sie nicht? Das geht auf Bennett zu. Bennett hat's gesagt. Ja. Was hat Bennett gesagt? Dass die Papiere unterschrieben sind. Was für Papiere? Adoptionspapiere, Ryan. Was für... Adoptionspapiere. Ich ruf den an. Der hat sich ängstlich ins Bett verkrochen. Ja, da ist überhaupt nichts unterschrieben. Hasten. Gebt dem Mann doch mal ein Taschentuch oder eine alte Socke. Irgendwas, dass er aufhört, Geräusche zu machen. Kannst du mir dein Hemd geben? Hältst du eine Zigarette? Hasten, hier hast du eine Packung Taschentücher.
Hey, wenn du dann demnächst aus Versehen meiner Frau ins Gesicht langst, schreib es mir doch vorher in die SMS rein. Und schreib nicht rein, wir sind Freunde, das wollte ich nur klarstellen bei allem, was du heute Abend vielleicht neu erfährst. Hab ich dich. Dann hau ich dir vielleicht auch nicht direkt einen Schlagring in die Fresse. Die Lea sagt, sie hat es dir geschrieben. Könnt ihr mich auch adoptieren? Ja, hab ihm das so ein bisschen anders geschrieben. Hab jetzt ein neues Auto, Ryan. Also, wer hat das bezahlt? Ja, Hasten, wer denn sonst? Gut. Ja, war aber knauserig, ist nur 200.000 Dollar wert. Ich hab der schnelle Eiche geholfen. Damit. Ich meine, ich würde dich auch Danny nennen. Ja. Was macht ihr eigentlich alle hier draußen? Warum seid ihr nicht auf der Party? Ist die nicht cool oder was? Keine Ahnung, ich war noch nicht drin. Und die Leute sind sehr laut. Ich brauchte ein bisschen frische Luft und habe vielleicht zu viel Champagner getrunken. Den hat auch Hasten gesponsert. Ja, dann herzlich willkommen. Ihr seid alle eingeladen. Diamonds Casino Party. Begebt euch rein. Wir kommen auch gleich. Ich muss mit meiner Frau nur noch kurz unter vier Augen sprechen. Ja, das solltest du ganz dringend, Ryan. Sponsor, ne? Ryan, wir müssen auch reden. Ja, ich rede jetzt erstmal mit Lea, June. Lea, komm mal mit, bitte. Was? Ich habe keine Geheimnisse für uns, Frau Tochter. Was für eine Tochter? June, komm jetzt. Was mit dem liebevollen schwarzen Sohn? Na gut, hallo Lea übrigens. Ryan, brauchst du Unterstützung? Nein, ich rede mit meiner Frau unter vier Augen. Bist du meine Frau? Ja. Sag mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Schöne Familie. Ich geh kaputt. Schönen Abend noch. Also. Ja, also June, Lea, ihr habt euch ja bereits kennengelernt. Ja. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und was? Ich stand in einem Nachthemd auf der Straße, ohne Schuhe. Ja, und dann kam June, um dich zu retten. Ja. Nun, also pass auf, Lea. Zusammenfassung. June ist 19. Hi. Und eine verlorene Seele. Ryan? Ja. Wo warst du so vor 19 Jahren? Frag für einen Freund. Warst hoffentlich nicht in Dänemark. Nein, ich war nicht in Dänemark. Weißt du, wo du deine Nase vor 19 Jahren, in welche Angelegenheiten du die so gesteckt hast? Keine in Dänemark. Mhm. Bist du dir sicher? Ja, warum? No, ich frage einfach nur, just to be safe, ne? Wie kommst du drauf? Na so, weil du mir hier eine 19-jährige Tochter präsentierst. Ich präsentiere dir June überhaupt gar nicht als Tochter. Aber Fakt ist, June braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Und das mache ich hier und da, halt den einen oder anderen von ihr weg. Sie unterstützt uns viel, sie hilft uns viel und sie lernt euch doch erstmal kennen. Oh, das haben wir. Ja, erst kurz. Ja, aber ich lieb sie schon. Ja. Sie hat keine Sekunde gezögert, als Haste mir auf die Nase gehauen hat und hat ihm auch auf die Nase gehauen. Alles. Sie ist eine gute, sag ich doch. Schon? Aber weißt du, Ryan? Ich habe auch letztens mir auf die Nase gehauen und sie hat gesagt, soll ich ihn tot treten. Ryan, das Ding ist, es wäre halt. Also die Ticket gesehen von dir? Liebenswürdig. Wenn du solche Dinge in Zukunft vorher mit mir besprechen würdest. Naja, mach ich doch. Sagen würdest, guck mal, Schatz, hier. Nein. Das tue ich doch. Das ist ja gerade. Na, Moment. Wo die Klamotten sind, weiß ich nicht. Und dass die weg sind, höre ich gerade zum ersten Mal. Das mit der Statue, das ist cool. Also, das muss ich ja nicht absprechen. Ja, das mit. Die Hörnchen auf der Stirn hat, ist richtig cool. Das, was? Ja, das ist der Ding. Der geht auch nicht mehr weg. Er ist nicht wasserlöslich. Oh, ich war wirklich sauer. Du hast meiner Statue Hörnchen aufgestellt. Ja, vielleicht mit Nagellackentferner oder warum? So. Warum? Boah, weil ich wirklich sauer war. Auf den wen? Engel von Los Santos. Ja, ich bin der Engel auf von dich. Los Santos. Lea, ich unterstütze den Staat mit vollen Händen. Wegen mir leben die Leute. Wegen mir, Klamotten liegen. Wegen mir ist das Staudammprojekt in Gange. Wir bauen den Staudamm wieder auf. Wir unterstützen das Ganze finanziell. Wir benutzen die Staatskasse für den Wiederaufbau des Staates. Wir sind die beste Bürgermeisterpartei, die dieser Staat jemals gesehen hat. Ich bin der Engel von Los Santos.
Mhm. June. Ja, bist du. June. June, wäre es nicht für dich auch wichtig, wenn dein Papa in Zukunft und Dinge vorher mit uns klärt und nicht und einfach und June, hilf dabei. Ich bin gerade in familiärer Krisensitzung. Ich rufe zurück. Ja, ich brauche dringend einen Rückruf. Ja, das ist richtig. Ryan, hörst du, was deine Tochter sagt? Das ist nicht mal meine leibliche Tochter. Das ist noch nicht mal meine Adoptivtochter. Es gibt noch nicht mal Papiere. Angeblich. Natürlich will ich diesen Part vorher mit dir besprechen. Mensch, das ist ja nett. June, das ist eigentlich kein Gespräch, was du mit anhören solltest. Ach, Olgo. Mein Herz kann man nicht mehr brechen. Es ist schon gebrochen. So. Und die Geschichte mit dem Haus bin ich noch am klären. Da ging es bis gestern um einen Abriss des Hauses. Heute habe ich die Zusatzinformation bekommen, dass es um einen Abriss des Berges daneben geht. Es klang erst nur wie ein Abriss des Hauses, deswegen... Ist es denn wieder unser Haus oder nicht? Ja, nee. Ach so. Ich arbeite dran. Aha, und wie sieht dein Arbeiten dran aus? Ich betreibe ein millionenschweres Casino. Indem du viel Geld verlierst, was der Idiot da vorne mit seinem möchte-gern-goldenen Outfit gewinnt. Hat er heute gewonnen? Nee, heute hat er auf ganzer Linie verloren. Und all das, was er verloren hat, ist jetzt meins. Ja, aktuell haben wir 4.237 Dollar plus im Casino. Wie viel? 4.237. Von vorhin Millionen? Bis jetzt. Millionen? Nein, Dollar, dieser Abend, gerade Spiele. Heute jetzt gewonnen. Ja, wahrscheinlich mehr. Ryan, die Tische sind da noch offen. Wie viele Jahre sollen wir denn brauchen, bis wir unser Häuschen zurückkaufen können? Lea, ich habe eine goldene Statue und ein 500.000-Dollar-Auto vor der Türe stehen. Dann verkauf doch die scheiß Statue, das hässliche Ding. Nein, die hat emotionalen Wert. Für wen? Für mich. Warum? Sie repräsentiert mich. Am That's Arsch. True. Ryan, das Einzige, was du und diese Statue gemeinsam haben, ist der absolute Höhenflug. Und ein Arsch aus Gold. Ryan, dein Arsch ist haarig, aber nicht aus Gold, das wüsste ich sonst. Ein Arsch voll Gold. Das ist ein anderes Thema. Was? Ach, nix. Bilder in meinem Kopf. Okay, aber wie ich sehe, haben sich alle Probleme ja geklärt. Du hast June kennengelernt, ihr versteht euch gut, hoffe ich. Versteht ihr euch gut, June? Ja. Gut. Ryan? Ja. Du hast die Statue gesehen, die Statue ist cool. Du hast Klamotten gefunden, augenscheinlich, denn du hast welche Ryan, an, auch wenn sie nicht sonderlich schön sind. Verstehst du nicht, was das eigentliche Problem ist? Nee, tatsächlich nicht. Er ist ein Mann. Möchtest du es ihm erklären oder soll ich es ihm erklären? Ich kann es versuchen. Oh Ryan, ja. Sie bittet eigentlich nur darum, dass wenn du Entscheidungen triffst oder welche vorhast, einfach kurz mit ihr davor zu bereden. Unsere pubertierende 19-jährige Tochter hat's verstanden. Warum du nicht? Naja, aber das habe ich doch getan in dem Augenblick, wo ich dir geschrieben habe. Und ich über diese... Ryan, soll ich dir deine SMS nochmal vorlesen? Ja. Nur falls du sie nicht im Kopf hast. Ja. Wollen wir eine Tochter? Ja. Aber damit habe ich dich doch mit einbezogen und gefragt. Ryan. Genaueres bespricht man weißt halt besser was, persönlich und nicht per SMS. Weißt du, was mir besonders gut an einer SMS gefällt? Was? Der Part von der goldenen Statue. Oder dass wir jemanden adoptieren. Wofür ist und die gar wichtig? Nicht du willst auch nicht wissen, was ich sonst im Casino mache. Arbeit interessiert werden. Dich doch sonst und auch nicht. Auch sonst nichts, was in einer SMS steht, was vielleicht noch wichtig wäre. Aber das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, ob wir eine Tochter auf natürlichem Weg zeugen wollen oder eine adoptieren. Naja, das hätten wir dann ja in einem persönlichen Gespräch geklärt. Es ging ja rein erstmal um reine informative Maßnahme. Und darum, um die Gelegenheit zu lassen, das Ganze nicht zu wollen. Was ja vollkommen okay wäre. Und verständlich.
Aber June braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Kauf ihr einen großen Bruder. Oder einen Hund. Können wir machen. June, du bist nicht adoptiert. Du kriegst einen großen Bruder oder einen Hund. Okay. Tschüssi. Ich dachte, wir haben sie schon adoptiert. Ja, nee, haben wir nicht. Ich dachte, es gibt schon Papiere. Nein, gibt es nicht. Es existieren keine Papiere. Ich habe keine Papiere unterschrieben. Jetzt familiäre Krisensitzung. Ich rufe zurück. Ja, ich weiß. Ganz schnell. Ja, mach, aber ganz schnell. Darf ich die neuen Leute mit einer Packung LSD begrüßen hier in dem Club? Passt zur Mucke. Ja, ist okay. Mach doch. Alles klar. Lea, selbstverständlich würde ich solche Entscheidungen nicht ohne über deinen Kopf hinweg entscheiden. Möchtest du sie? Die goldene Statue schon. Das Auto auch. Berufliche Entscheidungen natürlich auch. Wir trennen beruflich und privates. Möchtest du sie adoptieren? Aber das ist eine private Entscheidung. Möchtest du sie adoptieren? Das stellt mich jetzt vor eine sehr schnelle Entscheidung. Das sollten wir vielleicht gemeinsam entscheiden. Für eine gemeinsame Entscheidung brauche ich deine Einschätzung der Lage. Ich glaube, dass das eine gute Idee wäre. Warum? Weil June jemanden braucht, der auf sie aufpasst, und weil June sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat, dass sie handelt, agiert und denkt, als wenn sie bereits zur Familie gehören würde. Ryan, du bist so ein... Ich mach alles für dich, Lea. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er mir statt zu sagen, sie braucht jemanden, der sie beschützt, dass er mir einfach sagt, ich habe sie ins Herz geschlossen, sie ist eine liebenswürdige Person, sie gehört Lea, schon du stellst Familie. Mich neben einer Party und der Organisation des Casinos, während ich Hasten auf die Fresse haue, weil er dir ins Gesicht gelangt hat, reden wir über eine derartige Thematik. Das sind alles Dinge, die ich gerne vorher mit dir besprochen hätte, von Angesicht zu Angesicht, ohne dass ihr euch A, schon vorher kennenlernt, B, schon irgendein Dulli euch erzählt, es gäbe schon irgendwelche Papiere, ja, und C, wir in einer derart stressigen Situation stehen, wo wir ein Casino organisieren, eine Party organisieren und wir Hasten verprügeln. Glaubst du, wenn ich einen heißen Tipp für dich. Glaubst du, wenn ich June in den letzten Wochen nicht ins Herz geschlossen hätte, würde ich irgendeiner hilfebedürftigen Person, würden wir über etwas derartiges reden. June ist in den letzten Jahren die erste und einzige Person, die ich ins Herz geschlossen habe. Ryan, du sammelst hilfebedürftige Personen. Richtig, aber die habe ich nicht ins Herz geschlossen. Da habe ich einfach nur Mitleid. Und das sind nicht Hilfebedürftige, das sind Penner. Mhm. Bennett hast du auch aufgenommen. Richtig. Aber der ist nicht wie ein Sohn, der ist eher wie ein Penner. Dennis würde übrigens gerne noch ein Wörtchen mitreden, ne? Van Bach? Dein Sohn. Welcher Sohn? Dennis. Ich habe keinen Sohn, der Dennis heißt. Der dich ständig nach Taschengeld fragt. Nur weil der mich nach Taschengeld fragt, ist er noch lange nicht mein Sohn. Das soll mal die Augen zumachen, weil der dann sieht, das ist er. Mason schreibt mir Danke fürs Auflaufen lassen. Schreib gern geschehen. Willkommen bei Familie Summer. Wer meinst du damit? Ja, nicht du. Sollte sie Hasten schreiben. Ach so. Gut. Wir sprechen nochmal in Ruhe. Er schreibt mir Sternchen, Mittelfinger, Sternchen. Soll ich ihn schlagen? Sternchen, Mittelfinger, Sternchen. Das sollte symbolisieren, dass ich dir gerne einen Mittelfinger zeigen würde. Okay, Sternchen, Augen zu, Sternchen.
Daraufhin schrieb er mir Sternchen mit Lavier, deswegen jetzt im Gebüsch liegen. Ja, wir können wieder nach vorne gehen. Nein, das kannst du nicht machen. Kann ich doch. Es gibt Dinge, bei denen verstehe ich keinen Spaß und das habe ich ihm eben bereits gesagt. Die Grenze ist hier überschritten. Sollten wir nämlich trotzdem einen Krankenwagen rufen? Weiß ich nicht. Wir sollten ihm einen Krankenwagen rufen. Ist nicht da. Oh, das ist ja schade. Der kann froh sein, dass der Müllcontainer da vorne nicht mehr steht, sonst hätte ich ihn da reingeschmissen. Bedauerlich. Wir reden in Ruhe über die Adoptionssache. Aber Juno, du gehörst zur Familie. Über die Statue diskutieren wir nochmal. Familiäre Krisensitzung, ich rufe zurück. Alles klar. Und Ryan, ich bin mir sicher, es gibt eine großzügige Überweisung von dir an mich, damit ich mir meine Klamotten neu kaufen kann, richtig? Hast du welche? Aber sie brauchen... Hier ist der 10.000. Soll ich mal schauen, ob ich Toni ranbekomme noch? Ja, schau mal, dann kann er den aus dem Busch frickeln. Und dann erzähl ihm, warum es keine gute Idee ist, meine Frau weder zu schlagen, noch ihren Mittelfinger zu schicken. So, was ist jetzt mit deiner Party? Ja, keine Ahnung, ich war noch nicht unten, aber eigentlich soll in 5 Minuten eine Verlosung sein. Musst du da sein? Mhm. Dann gehen wir rein, es wird eh nass und kalt und eklig. Es ist eine White Party, Ryan. White. Ja, warte, ich hab das Passende. Warte mal, halt mal gerade meinen Sakko. Ich muss mal... Ich guck nicht hin. So. Ja, das ist auch schon weiß genug, Ryan. Das ist kein Weiß. Ryan! Was ist das? Und warum ist es so hässlich? Es ist teuer. Tee hab ich drin. Hab ich nicht hinter der Bar gesehen. Nun. Melody, wie geht's dir? Hi, du nicht so dolle tatsächlich. Oh, alles wunderbar. Es tut mir total leid, dass ich fragen muss. Wer ist Melody? Wohnt sie bei dir oder ist sie unsere Tochter? Oder? Das ist Melody, die falsches Medikament im Krankenhaus bekommen hat gestern. Genau. Okay. Du bist zumindest auf den Beinen. Ja, natürlich. Mit, wie du siehst, Sauerstoffmaske und Flasche geht's. Aber ja, wir werden sehen. Gute Besserung. Vielen Dank. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Sorry, ich musste so fragen. Meine letzten Tage waren alles verwirrend, um das mal ein Nimm. Ja. Ich bring Licht ins Dunkel. Ich bin die Verlobte von Henry Riley Rooks. Sagt dir der was? Überhaupt nicht. Aber solange du nicht meine neue Tochter bist oder seine andere Mitbewohnerin, ist alles okay für mich. Nee, also adoptiert werden wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ja. Alles gut. Ich glaube, wir hatten uns vor dem Donutladen schon kennengelernt. Kommen Sie mal, daher folgen Sie mir. Oh Gott, stimmt! Tatsächlich, ja. Oder? Ja, stimmt, sorry. Ich glaube, das waren einfach 2 Champagner zu viel heute. Macht nichts. Sorry. Gar kein Thema. War ein anstrengender, langer, verwirrender Tag. Jetzt können wir gehen, erst mal auf die Party. Ja. Wir gucken, was da geht. Ja, June. Wolltest du noch mit mir reden oder so? Ja, komm mal her. Wo bist du? Vorm Casino. Ich laufe hin. Bis gleich. Hi. Pass auf, ich habe mit Lea gerade nochmal geredet und wir werden die Tage ausführlich über dich sprechen. Ja, alles gut. John, du hast es wie auch immer geschafft, tatsächlich, dass ich dich wirklich gut leiden kann. Oha. Ich spann dich nicht überall ein, guck, dass du Dinge koordinieren kannst, dass du irgendwie dein Geld verdienen kannst, gucke, dass du beschäftigt bist und dass keiner dir auch nur ein Haar krümmt, weil ich dich nicht gut leiden kann. Das ist meine Art und Weise, dir zu zeigen, dass ich dich verdammt gut leiden kann.
Okay, Chris, das ist eine heimliche Umarmung. Und ich werde mit Lea die Tage nochmal über dich sprechen. Sie mag mich sehr, sagt sie. Du verkackst nicht. Ich verkack's nicht, versprochen. Aber wir haben nur ein Problem. Was gerade? Irgendein Vollidiot behauptet, dass ich mich rüste damit, dass ich unter deinem Schutz stehe. Und das ist total Scheißgelaber. Wer erzählt das? Weiß ich nicht. Gordon versucht es rauszufinden. Gut. Wenn du das rausgefunden hast. Nee, Valeska, meine ich. Valeska. Ja, wenn du das rausgefunden hast, sag mir Bescheid. Ich drück dem die Fresse nach innen. Aber. Ich mach das wirklich nicht. Ich schwöre auf alle. Das solltest du tatsächlich nicht tun. Mm-mm. Warum denn auch? Familie ist Familie. Mein Zeug, was ich mache, ist mein Zeug, was ich mache. Gut. Geh ein bisschen Spaß haben auf der Party schon. Mach heute mal ein bisschen frei. Okay. Ach so, ich wollte nur sagen, ich habe im Mall meinen Laden gekriegt. Das Suburban im Mall gehört jetzt mir. Na, wer hat das nur angestoßen? Du. Und jetzt geh Party machen. Der Beste. Okay, ich mach Party. Bis dann. Ciao, ciao. Bis später. Bis später. Ich habe 50.000 SMS. Okay. Bestens, schreib mir, ich verzeih dir. Ich habe eine Ansage gemacht. Ich habe gerade noch mit ihm telefoniert. Ich rufe den an. Der geht gerade nicht ans Telefon. Ja, Der kleine Trottel, der ist echt ein Dulli und ich kann den da wirklich gut leiden, aber der muss lernen, wo man den Bogen überspannen kann und wo man es besser lassen sollte. Ansonsten ist das nächste nicht... Hallo Alessio, hallo Gordon. Ansonsten ist das nächste nicht einen beschissenen Busch, in den ich den reinschmeiße, sondern eine verfegte Schmelze. Dann lasse ich mir von Alessio zeigen, wie ich schnell zur Schmelze komme und dann versenke ich den da. Gerne, um wen geht's? Ich habe auch jemanden zu versenken. Okay, macht der Faxen. Achso, wegen die Dings, ja. Ich hab den gerade mit dem Schlagring das Gesicht nach innen gedrückt. Und dann habe ich ihn in einen Busch geschmissen. Nee, habe ich. Okay, gut. Ich brauche die Knarre. Ja, ist unten im Schließfach. Habe ich geguckt, war sie nicht. Ja, habe ich heute, wo ich gekommen bin, reingefallen. Ich habe es gestern vergessen, sorry. Okay. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Ich war auch noch bis 10 Uhr. Wie ist sonst die Lage? Oh, Ryan, ich versuche gerade ein bisschen was mit den Gruppen zu organisieren. Ich habe ja gestern diesen Auftrag bekommen, dass wir quasi dieses Messergeheimnis an alle Gruppierungen weitergeben. Mhm. Damit wir überall, haben wir jetzt einen Gefallen offen und manche haben uns auch ein bisschen Geld dafür gegeben oder geben noch. Ich wollte gerade sagen, damit kann man doch eigentlich super viel Geld verdienen, oder nicht? Ja, super viel jetzt nicht, aber es ging mir um einen Gefallen. Ich habe halt diese Glasschneider, mit denen können wir gut Geld verdienen, aber die wollen wir gerade selber erst noch benutzen. Mhm, gute Idee, und ja. Da lasse ich gerade... Aber warte. Ja. Das, was du mit einem Glasschneider machst, sind Fenster aufschneiden, oder nicht? See. Das heißt, du willst irgendwo einbrechen? Ja, ich nicht. Ich will Leute einbrechen lassen. Ja, gut, aber du weißt, wer die einzigen vermieteten Wohnungen gerade hat. Nein. Es ist verlassene Häuser. Sind teilweise auch verlassene Häuser. Okay. Weil das wäre super, super kontraproduktiv, wenn wir in unsere eigenen Wohnungen einbrechen. Wobei eigentlich wäre lustig auch, aber nein. Ja, wir brechen nicht bei uns selber ein. Weil dann gibst du das wem, der bricht bei uns ein und wir müssen ihm die Beine brechen, weil der bei uns eingebrochen ist. Das macht keinen Sinn. Gordon hat das rausgeholt und wir haben das. Wo ist denn das her? Ja, das haben wir erbeutet. Ah. Was? Aus Häusern? Ja. Oh, Gordon, spiel mal ein Lied. Ich kann nicht so gut spielen, Ryan, aber ich versuche, was ich kann. Ihr habt bei einem Bruch eine Gitarre erbeutet? Ja, und ich nehme das Ganze auf. Gordon? Okay, bist du noch mal bereit? Dann gib mir mal die Scheiß. Was du drauf hast. Gib mir mal die scheiß Gitarre, bitte. Okay, das der Ding ist. Der Bürgermeister Niedchen trillern will. Ah, Scheiße. Wie viel habt ihr davon? Nur eine bisher. Aber wir lassen jetzt. Wir sind mit der. Das Problem ist. Okay, das Problem ist. Ich habe mit so einem Typen gequatscht, ne? Und der hat mir gesagt: Ey, ich habe richtig krassen Stuff für dich. Du kriegst Kryptowährung und so ein Scheiß und du kriegst Zugang zum Netzwerk, wenn du mir ein bisschen was besorgst. Ich habe gesagt, okay, was du willst haben? Er will 2 Kameras haben und so ein Scheiß Flachbildschirm. Keine Ahnung, warum er das haben will, aber er will das haben. Ich versuche das gerade zu besorgen. Wir haben bisher aber nur eine Kamera. Das Problem ist, die Häuser sind alle eine Sicherung mit dem Alarm. Das heißt, die Bullen fahren an. Mhm. Ich habe jetzt schon 2 Leute im Knast, wurden erwischt. Von Blau. Das heißt, 2 von den Schneidern sind auch schon bei den Bullen gelandet, leider Gottes.
Aber ich schicke jetzt Leos Truppe nach Palito Bay. Die wollen da ein bisschen was ausnehmen. Und die Blauen machen an der anderen Ende der Stadt, dass wir parallel. Weil ich habe nur noch, der hat mir ein Zeitfenster von 24 Stunden gegeben und ich habe nur noch 3 Stunden Zeit. Ansonsten sagt er, fick dich. Und ja, ich gut. Bin am Arsch. Dann schickt ja, die irgendwo einbrechen. Ne? So, ja. Ich überwache das halt so ein bisschen, aber ich selber mache das natürlich nicht mehr. Also, ich, ne? Gucken wir. Dass ja, das passt. Ich verstehe das jetzt nicht ganz so. Mir geht es mir um den Glasschneider, weil ich habe noch 5 Stunden. Warum hast du nur 3? Oder 5 Stunden, sorry, ja. Gut, ja, ich würde gleich noch ein bisschen Organisation machen. Wir haben oben den Schlüsselkasten. Ich gucke, dass die Liste später noch alle haben. Ich muss noch Zimmer ein- und austragen von Rooks und ob 50 SMS, die ich noch abarbeiten muss. Ich habe gerade aber erstmal die Verlosung gemacht und mich einmal auf die Party geschlichen und einmal meiner Frau erklärt, warum ich... lange Geschichte. Ja. Okay, ganz kurz, brauchst du mich für irgendetwas oder kann ich mich gerade noch darum kümmern? Nee, geh ruhig Häuser ausrauben, kriegen wir alles hin gerade. Ist nur ein bisschen Orga-Kram gerade von links nach rechts. Okay, und, wenn was ist, rufst du einfach Party an, läuft. Mein Telefon ist an, sonst komme ich dazu halt. Ja. Ich will mich da jetzt auch nicht den ganzen Abend einfach rausziehen, aber ich habe dadurch, dass ich halt Zeitdruck habe, der sagt, in 5 Stunden kannst du mich am Arsch lecken, wenn ich bis dahin den Scheiß nicht habe, bin ich ein bisschen... Ja, ich würde mich jetzt nochmal auf die Party schleichen, gucken, was da abgeht, würde von da aus ein bisschen Orga machen, meine SMS einmal durchgehen und später einmal über Listen und so weiter sprechen. Okay. Und ich muss kurz Hasten anrufen. Kurze Frage, Zwischenfrage, Ryan. Ja, Frage. June-Thematik, bist du aufgeklärt? Was mit genau? Dem Messer? Warte kurz, Hasten, bleib dran. Was für ein Messer? Sie hat mit dem Messer heute jemanden am Zementverkäufer abgestochen, weil er für sich selber verkaufen wollte, anstatt abzugeben. Und dann wollten sie sie wohl verfolgen und dann hat Toni sie gefragt, hör mal, komm doch hier zur Schmelze, ne, hier holt dich keiner weg oder so, ne, weil hier sind zu viele Leute. Hat sie nur gesagt, ja, sie würde sowieso niemals jemanden einpacken, weil sie deine Tochter ist. Ich rede mit der. Gut, ich wusste nicht, ob sie schon aufgeklärt wurde. Ich spreche mit ihr, ja. Hasten. Alles gerade auch alles. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Draht zueinander. Und ich glaube, wir haben in den letzten Tagen auch viel Spaß zusammen. Aber du musst ganz, ganz dringend lernen, wo die Grenze ist. Und die hast du heute Abend überschritten. Es gibt eine Sache, wo ich keinen Spaß verstehe und keinen Spaß verstehen werde. Und das ist, wenn du A, meiner Frau ins Gesicht langst oder B, der irgendwelche Mittelfinger schickst. Wir können Spaß untereinander machen und du kannst gerne herausfinden, wie weit du gehen kannst und wie weit du in unserer Beziehung zueinander gehen kannst oder wie weit unsere Beziehung zueinander schon ist und du dadurch vielleicht wie weit gehen kannst. Aber das ist eine Grenze, die du nicht überschreiten wirst. Können wir einfach darüber reden? Tun wir gerade. Heißt, du willst mich... Bitte was? Heißt, du willst mich nicht sehen. Wenn du das nochmal ohne ein Handtuch im Mund erzählst, dann verstehe ich es vielleicht auch. Ich habe es jetzt zweimal versucht zu deuten und schaff's immer noch nicht. Entschuldige, das heißt, du willst mich nicht sehen. Ja, dann komm hier hin. Was? Ja, ich komm gleich. Ja, bis gleich. Ich hab einen um den Kopf bekommen, es tut weh. Ja, sorry. Gut, bis gleich. Hi Ryan, bist du noch in der Abarbeitung? Ich hab noch nicht mal angefangen. Ich hab nämlich auch noch was. Was hast du? Das ist die Info, wie sie an uns rankam. June hat wohl am Zementverkäufer... Das hat mir Gordon gerade schon erzählt. Okay. Auch, dass sie gesagt hat, mir passiert eh nichts. Ja, das hat mir Gordon gerade schon erzählt. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Klär ich. Okay. Von wem habt ihr das? Tony Wings, Ex-Crusader, Medic, vertrauensvolle Person. Und ihm wurde das auch gesagt. Ja. June, komm nochmal nach draußen. Ja. Du bist sogar da. Hi. John, wenn mir Leute erzählen, dass du Leute am Zement abstichst, weil du privat verkaufen, bin ich zwar vielleicht ein bisschen stolz auf dich, aber gerade in der aktuellen Situation, wie die Leute dich mit mir in Verbindung bringen, solltest du genau das nicht tun. Du kannst die Leute darauf hinweisen und du kannst die Leute aus anderen Gründen abstechen, aber du stichst sie nicht ab, weil die gerade Zement privat verkaufen. Dann sag denen, was du von denen hältst, aber ramm denen kein Messer irgendwo rein. Also die Story war ein bisschen anders. Und wenn du den Leuten dann erzählst, dass sich sowieso keiner einpackt, weil du mit mir in Verbindung stehst, ist das Ganze genauso kontraproduktiv. Das war, hä? Mhm. Ich habe nur mit Toni geredet. Richtig. Das ist der Einzige, der das weiß. Richtig. Und Toni
habe ich, aber ich habe, ich habe ja nicht gesagt, dass ich mit dir in Verbindung stehe, sondern nur, dass ich jetzt gerade für Toni sagt da was arbeite. Anderes. Toni hat gesagt, mich packt hier eh keiner an, denn Papa Butters oder Papa Ryan hält die Hand so gesehen über dich. Wortlaut kann ich nicht eins weitergeben. Also wenn es mir rausgerutscht ist, dann tut's mir leid, das wird nie wieder vorkommen, versprochen. Ich hoffe, ansonsten stehen wir nämlich nicht mehr auf einer Seite irgendwann. Benimm dich, Jun. Ja, alles gut. Sonst morgen Hausarrest. Jawohl. So, und jetzt geh auf die Party. Was machst du eigentlich schon wieder da vorne? Ich muss da unten alles klären, wir kriegen es nicht gebacken. Okay. Dann weitermachen. Dann fahre ich jetzt wieder runter. Und benimm dich. Ja, aber ich wollte nur kurz mal das mit den Abstechen sagen. Ich habe den nur abgestochen, weil der meinte, dass ich ihn keine Ansage drücken soll dort unten und dass es denen alles scheißegal ist und wenn ich mich nicht verpisse, dann will er mich verprügeln. Dann habe ich dann einfach dann zugehauen. Also zugestochen. Okay. Und warum lügst du mich dann an? Wenn ich auf dich zukomme und du sagst, nein, ich habe den nicht abgestochen. Ich habe den nur in die Fresse geschlagen. Und jetzt auf einmal ist es doch eine Abstechung, also hast du mich angelogen. Ich weiß nicht mehr, was genau passiert ist. Gut, wenn ich irgendjemand von der SPL etwas fragt, erzählst du die Wahrheit. Ja. Egal ob Valeska, Alessio, Steinfeld oder Bennett. Jawohl. Und wenn Gordon dich was fragt, erzählst du dem auch die Wahrheit. Gut, und jetzt geh Spaß haben. Nee, arbeiten. Ja, ist mir egal. Eins von beiden. Hauptsache abhauen. Okay. Und mach dir die scheiß Krone aus dem Gesicht. Ja, Lasertermine sind morgen noch. Gut. Okay, wenn was ist, melde ich. Wieder weg. Ciao. Ciao. Problem gibt. Gibt Schlimmeres. Ja, gut. Ja, ist, ja. Mein Gott, ist es keine große Sache. Mit Leos Truppe, die steht da drüben, wollten wir auch noch sprechen, wenn die in großer Runde da sind. Mhm. Weil die warten auch schon seit mehreren Tagen. Ja, aber ich muss erstmal, ich war 8 Stunden nicht da, weil es gar ich habe 14 SMS. In mein 8 SMS hat sich Stunden. Damit erledigt. Witzig sind auch die SMS, die sich bei mir darüber beschweren, dass sie keinen LKW-Führerschein für umsonst bekommen. Weil, bin ich jetzt eine Fahrschule oder was? Eigentlich wollte Bennett sich darum kümmern, dass gerade für die Krisensituation die Führerscheinsache ausgesetzt wird. Ja, keine Ahnung, aber ich bekomme SMS von Leuten, die sich bei mir darüber auskotzen und bei mir beschweren, als wäre ich dafür verantwortlich, dass die keinen LKW-Führerschein haben. Was habe ich denn damit zu tun, ob die einen LKW-Führerschein haben oder nicht? Das Problem ist gerade anscheinend, gerade seitdem wir von der Insel kamen, gab es bisher anscheinend keine einzige Öffnung der Fahrschule. Ja, aber ist ja nicht mein Problem. Ja, aber sie münzen es auf dich, weil du Bürgermeister bist. Ja, weil ich der Bürgermeister bin und bin ich jetzt Bürgermeister-Fahrschule-LKW-Händler. Du bist momentan Babysitter des Staates. Ja, aber das sind wir da sowieso schon genug. Da habe ich die nächste SMS, 15. Ich weiß gar nicht, wie ich die abarbeiten soll. Guten Abend, Herr Butters. Ich sollte fragen wegen einem Zimmer in Ihrem Casino. Habe das mit Herrn Rook schon drüber gesprochen und er meinte, ich soll Ihnen schreiben. Meine Fresse, ich bin froh, wenn nachher alle Schlüssel haben. Auch darum muss ich mich noch kümmern. Ich muss noch 684 Schlüssel oder sowas in den Schlüsselkasten reinknallen. Viel Spaß. Dann habe ich gestern Nacht noch Schlüssel nachgemacht, heute Morgen noch Zimmer geräumt. Ich bin ja auch schon wieder seit 10 Uhr da. Ja, irgendwie ein Ethan, den du ein Zimmer vermietet hast, wo du 3 Schlüssel abgegeben hast bisher, fragt schon nach weiteren Schlüsseln, wer das jetzt macht. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich muss da erstmal Herr der Lage werden und alle 14 SMS checken. Und warum Bennett erzählt, dass irgendwelche Adoptionspapiere unterschrieben worden wären, dafür ziehe ich ihm auch noch die Ohren lang. Dann kommt jetzt gleich Hasten noch, der mit mir klären will, dass ich ihm eben die Fresse eingedrückt und in den Busch geschmissen habe. Ja, also aber der muss lernen, wo seine Grenze ist. Zu dem Gespräch mit Bennett kann ich dir absolut nichts sagen. Ich kam aus dem Casino raus. Da standen June und Lea hier vom Casino. Auf einmal kam Bennett dazu. Ich hatte ein Telefonat. Auf einmal hauen die ab. Ja. Und dann lass uns erstmal los. Bei Okuyas wieder gesehen. Gut, Jungs, wenn was ist, meldet euch. Ansonsten würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich bin erreichbar. Okay. Gut, ich verstecke mich mal irgendwo auf der Party und arbeite mal SMS ab. Mach das.
Ja. Ich bräuchte so ungefähr gegen 0 Uhr die Auszahlung für die Stahlarbeiter. Kriegen wir hin. Dann ungefähr wieder 160.000. Jo, machen wir. Okay, Supi, bis dann. Bis Ciao. Ach, wo bist denn du? Ich bin da, wo bist denn du? Ja, ich komme sofort. Okay. Guter DJ, woo! Ja, der DJ hat Kopfschmerzen. Woo! Das ist mein Lieblingssong. Wahnsinn. Meiner auch. Mahlzeit. Hallo, guten Tag. Seid ihr die letzten Partygäste? Wir sind die letzten. Und da vorne sitzen noch welche. Ja, ich glaube, da sitzen auch noch welche. Ein, zwei Leute. Was ist denn jetzt? Mahlzeit. Hallo, ich bin der Helmut. Okay, warten Sie auf jemanden. Ja. Auf wen? Auf Sie. Ich hatte Ihnen eine Nachricht geschickt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aha. Was stand denn drin? Dass ich ein Zimmer im Casino gerne hätte. Ich hatte mit dem Herrn Rooks gesprochen. Er meinte, ich sollte den Herrn Butters fragen. Mhm. Lassen Sie mich mal nachgucken. Ja, da muss ich gucken, tatsächlich bezüglich Casino-Zimmer, ob in meiner Abwesenheit vorhin jemand ausgecheckt hat. Aktuell sieht das so aus, als wären wir ausgebucht. Okay. Ich habe aber das Ganze organisatorisch noch nicht fertig. Kann sein, dass das gleich anders aussieht, aber da müssen Sie mich in 20, 30 Minuten nochmal fragen. Okay, soll ich Sie einen Anruf? Ja, rufen Sie mich ansonsten genau. Einfach in 30 Minuten an, gehen Sie unten auf die Party, gehen Sie spielen, weiß ich nicht, melden Sie sich in 30 okay. Minuten, dann kann ich Ihnen mehr sagen. Welche Party? Da lang und rechts. Okay, vielen Dank. Viel Spaß. Hello. Danke. Dürfte ich Sie einmal kurz stören, Herr Sammer? Ja, wer sind Sie? Marvin Benz. Ah, Herr Benz, ja. Ja, wo ich eigentlich hätte eher vielleicht was. Aber ich habe es halt einfach zeitlich gerade nicht wirklich so geschafft. Wovon reden Sie? Wegen dem Schlüssel im Apartment. Welches Apartment? 512. Bräuchte ich nämlich den Zweitschlüssel für meine Frau, die ist ja heute gekommen. 512. Richtig. Haben Sie mir auch eine SMS geschrieben diesbezüglich? Ja, richtig. Ich habe auch eine Antwort in Caps Lock bekommen. Was habe ich Ihnen geantwortet? Dann schreibt mir das vorher. Was? Dann schreibt mir das vorher. Also das möchte ich jetzt nicht. Also, ja. Hä? Brian Sommer, das sind doch Sie. Ja. Ja, ich habe geschrieben hier, guten Abend, Herr Sommer. Würden Sie sich gerne melden, wenn Sie Zeit haben? Benötige einen Zweitschlüssel-Apartment. Meine Frau ist heute mit dem Flieger angekommen. Lieben Gruß, Marvin Benz. Und ich habe geantwortet, dann schreibt mir das vorher. Ja, die SMS war augenscheinlich nicht an Sie. Ach so, ich habe mich... Das macht ja keinen Sinn. Ich habe mich ziemlich angegriffen gefühlt auf einmal so. Das macht ja in dem Kontext überhaupt gar keinen Sinn. Aber Sie kennen vielleicht das Problem, jemand anders schreibt Ihnen eine SMS, die antworten worauf und die SMS landet woanders. Ja, das kann man. Moment, Telefon. Warte es. Ja. Grüße, Möller hier. Ich habe mal eine reine Interessenfrage. Ja. Gibt
gibt es denn aktuell noch Hotelzimmer bei Ihnen im Casino zu vermieten? Das klären wir gerade. Rufen Sie in einer halben Stunde nochmal an. Wir gucken gerade, ob irgendjemand ausgecheckt ist. Wie es aktuell aussieht, sehen wir ausgebucht aus. Das kann ich aber Ihnen erst in einer halben Stunde sagen. Okay, und wie wird es denn mit den Büros und Lagerplätzen aussehen? Da wären mal welche da. Bis bald wieder. Hey. Auch nicht mehr viele, aber ein paar. Bis zum nächsten Mal. Und die Büros stehen immer noch bei 600 pro Tag? Richtig. Und die Lagerhallen? 500 am Tag. Okay, Herr Badders. Aber wenn Sie zeitgleich was zum Wohnen brauchen, würde ich Ihnen die Büros empfehlen, also die Apartments, weil da haben Sie auch große Schränke. Ja, das habe ich nämlich gedacht. Ich überlege noch, ich würde mich nochmal bei Ihnen melden, ja? Alles klar, tschüss. Danke, tschüss. So. Schreiben Sie mir einmal in die SMS. Nee, warte, Moment, ich habe Ihre SMS gerade auf. Ich schreibe Ihnen einmal erledigt. Wundern Sie sich nicht. Alles gut. Denn das alles für die Akten. Erledigt. Ja, ich habe über 20 SMS, die ich jetzt gleich abarbeiten muss. Ach du Scheiße. So, aber wenn ich Ihnen eine SMS schreibe, die derart so kontextlos ist, dann fragen Sie nochmal nach, was ich meine, weil dann wird die tatsächlich derjenige nicht bekommen haben, der sie eigentlich bekommen sollte. Ja, ich habe halt gedacht gehabt, dass es diesbezüglich wegen der Party gewesen sei, dass sie da unten irgendwie gewesen wären. Deswegen dachte ich so, okay, das war jetzt, glaube ich, ein ungünstiger Zeitpunkt. Nee. Das ist einfach, ja. Ja, kann passieren. Alles gut. Okay. Könnte ich denn noch für weitere 5 Tage nochmal verlängern? Ich habe ja gesehen, der Herr Koje hatte irgendwie verlängert, da hat er mir eine Nachricht geschrieben. Ja, der hat für Sie schon verlängert, weil Sie überfällig gewesen sind. Der hat gesagt, er verlängert für Sie, dadurch, dass Sie wohl gerade sehr hilfreich unterwegs sind in der ganzen Staudammnummer. Ja, ich habe. Sagen Sie mir nochmal ganz kurz Zeit. Das Zimmer. 512. 512, da habe ich sie. Bis zum 26.10. haben sie bereits verlängert, hat der Herr Okoye für sie gemacht. Jetzt wollen sie noch einen Schlüssel haben. Genau, und dann nochmal 5 Tage obendrauf. Okay, weiter. Dann machen wir erstmal die 5 Tage. Dann werden wir insgesamt hier bei 14 plus dann Schlüssel 2. Dann kriege ich $2.500 von ihnen. Oh, haben die Preise sich geändert? Nö, immer noch gleich. 300 die Nacht, 1000 für den Schlüssel. Okay. Ach so, jo, stimmt. Entschuldige, habe ich vergessen. So. Die kriegen sie ja wieder beim Auschecken. So, ja, ich habe es gerade. 512 und ein Schlüssel für Sie. Ich danke Ihnen. Nicht dafür. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, melden Sie sich bei einer derart komischen SMS, weil jetzt hat derjenige, der Sie haben sollte, die nicht. Alles klar. Alles klar. Ich dann tut was. Mir leid, schönen dass Abend ich Sie zusammen. Aufgehalten habe. Ja, alles gut. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. So, dann machen wir Gas erstmal. Ja, der geht nicht mehr ran. Perfekt. Okay. Dann fangen wir unten an. Heute ab 14 Uhr war ich nicht mehr da. Gut, Gordon, haben wir schon mitgeredet. Nach Gordon diese Nummer. Wieso bekommen die Neulinge alle Führerscheine vorläufig ausgestellt und die, die schon länger da sind und keine LKW-Lizenz haben, kein Anrecht auf eine vorläufige Lizenz haben? So die Justiz. Es gibt noch keine Fahrschule und da gehe ich doch von aus, dass hier auch ein Anrecht. Oh, okay. Vorläufige Lizenzen haben oder sehe ich das falsch? Bei Fragen rufen Sie mich an. Toro, danke für deinen Raid, mein Lieber. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Stream, einen angenehmen Abend. Du hattest Einreise heute, oder nicht? Wie war's? Erzähl!
Ich war leider heute nicht da. Ich kam erst um 22 Uhr, Alter, und weiß noch nicht, wo mir der Kopf steht. So, aber dem müssen wir gerade mal... Was? Warte mal. Schreib ihm einfach, was? Ich glaube, das ist das Beste, was man darauf antworten kann. So, weiter geht's. Mentors. Helmut Kästner würde gerne ein Zimmer mieten und sich Angebote einholen, was ein Zimmer pro Nacht kostet. Ich weiß nicht, wie das mit der Vermietung ist und was die Zimmer kosten. Daher habe ich ihm gesagt, es wird sich bei ihm gemeldet. Helmut Kästner. Da schreiben wir mal gerade die Nummer auf. 259673. Das machen wir aber dann später. Ich habe keine Gitarre und ich wurde mit LSD zugepumpt. Ja, das klingt doch eigentlich nach einem gelungenen Abend, würde ich sagen, ne? Also, ganz normaler Abend auf KW, würde ich sagen, ne? Herzlich willkommen, Alter. So, weiter geht's. Rollo. Was für ein Berg willst du abreißen und warum? So, nächster. Lux. So, hier müssen wir einmal ganz kurz Orga. Das war Freitag, das war heute. Lombank 4 hat ausgecheckt. Zwei Schlüssel, Kaution wiedergegeben. Lombank 4 hat ausgecheckt und hatte auch zwei Schlüssel. Das läuft ja einwandfrei. Okay. Gut, haben wir die wieder frei. Perfekt. Lux, guter Mann. Bennett. Wir müssen reden. Ich glaube, das ist auch alles, was wir ihm darauf schreiben können. Aber ich habe 5 Spekulatius. Wenn dich einer fragt, wie dein erster Guten Tag Abend. War. Alter, wo kommen Sie denn jetzt her? Ah, ich wollte Sie nicht erschrecken, Sie gucken so auf Ihr Telefon. Das. Ja, haben Sie aber. Wie kann ich helfen? Genau, ich hatte gerade eben angerufen gehabt. Und zwar würde ich gerne ein Lagerhaus nehmen wollen. Schließfach wollen Sie haben. Ja, schon ein Lager, ja. Wo man auch sicher Wertgegenstände verstauen kann. Ja, also wenn es um Sicherheit geht, sind die Casino-Lager die sichersten, die sie im ganzen Stadt finden würden, dadurch, dass sie vom Casino-Personal bewacht werden. Ja, das klingt ja sehr gut. Und es kommt keiner rein, ohne dass wir wissen, dass einer rein oder rausgeht und ihr Passwort kennen auch nur sie. Das ist sehr interessant. $500 am Tag. Ja, das ist eigentlich alles, was ich Ihnen dazu sagen muss. Kostet $500 am Tag und wird vom Casino beschützt. Wie lange wollen Sie ein Lager? Dann würde ich tatsächlich erstmal 5 Tage beanspruchen. Und nach den 5 Tagen würde ich dann nochmal auf Sie zukommen und über eine Verlängerung sprechen. Dann geben Sie mir mal eine Karte. Ja. Gebe ich Ihnen eine Rechnung? Ja. Ebenso. Haben Sie schon was Sie einlagern wollen, Herr Müller? Ich hätte da was, ja. Aber vielleicht müssten Sie mir einmal sogar zeigen, wo es lang geht, wenn das so sicher ist. Ja, das machen wir sofort. Geben Sie mir kurz. Ja, alles gut.
22.10. So, 5 Tage bis 27.10. Geld haben sie bezahlt gerade. Kommen Sie mit. Valeska? Ja. Ja. Hast du gerade Zeit, Herr Möller, einmal sein Schließfach zu zeigen? Nummer 6. Einmal schon mal, damit er sieht, wie er da hinkommt, nämlich mit einem von uns, dem einmal zeigen, wo es ist. Und dann soll er sich ein Passwort überlegen, nimm das einmal auf, ich trage das gleich ein, ich bin gerade noch in Abarbeitung. Okay. Ist das jetzt so, dass ich dann immer nur mit einem Casino-Mitarbeiter daher komme? Korrekt. Wie soll es denn sonst sicher sein, wenn jeder dahin kann? Ja, indem, sage ich mal, ich auch den Schlüssel dazu habe. Natürlich, Sie bekommen eine Casino-Karte, Herr Müller, und können selbstverständlich rein und raus, wann Sie wollen. So garantieren wir die Sicherheit für Ihre Kunden, die Lagerplätze im Casino haben, indem wir jedem, der ein Lager mietet, einen Schlüssel geben, damit er mitten in der Nacht das Lager von anderen Leuten möglicherweise aufknacken kann. Ja. Wie Sie sehen, macht keinen Sinn. Deswegen wenden Sie sich ans Casino-Personal. Die begleiten Sie runter, gucken, dass Sie nur an Ihr Lager gehen und sich nicht an Lagern von irgendwelchen anderen Leuten schaffen. Genau, wenn Sie arbeiten. So haben Sie mehrere Sicherheitsfaktoren. Nämlich einmal die, dass Sie überhaupt, um durch die Türe zu kommen, einen Casino-Mitarbeiter brauchen. Den zweiten, dass Sie nicht unbeobachtet an Ihrem Schließfach sind oder keiner unbeobachtet an seinem Schließfach ist und sichergestellt ist, dass Sie Ihre Hände auch nur an Ihrem Schließfach haben. Drittens haben Sie ein eigenes Passwort, was nur Sie kennen. Und wenn Sie es keinem sagen, kennt es auch niemand anders. Wenn Sie es vergessen, haben Sie ein Problem. Dann kommen Sie nicht mehr an Ihre Sachen dran und wir eben auch nicht. Das nächste ist, selbst wenn Ihnen eine polizeiliche Durchsuchung bevorsteht, haben Sie bei allen anderen Lagermöglichkeiten im Staat das Problem, dass die Bullen Ihnen die Türe eintreten und Ihnen möglicherweise das entwenden, was die aus Ihrem Fach oder aus Ihrem Lager gerne hätten. Hier müssen die erstmal mit einem staatlich geprüften Durchsuchungsbefehl herausfinden, ob sie überhaupt im Besitz eines Schließfachs hier sind, bevor die überhaupt weitere Schritte unternehmen können. Und selbst dann haben sie immer noch die davor stehenden anderen Faktoren als Sicherheitsfaktor für ihr sicheres Lager im Casino. Sehen Sie, der beste Lagerplatz im Staat, den Sie, was den Sicherheitsfaktor angeht, mieten können. Okay, Asumo, das hört sich sehr gut an. Dann wollen wir mal. Das hört sich nicht sehr gut an. Das ist das perfekte Lager. Valeska, okay. Zeig ihm einmal alles. Lager 6, ne? Ja, genau. 6 ist seins. Überlegen Sie sich schon mal ein Passwort. Ich trage das dann gleich ein und erzählen Sie es ansonsten keinem. Bei uns wird das wieder gelöscht. Sie können noch niemanden danach fragen oder sonst was. Haben Sie das vergessen? Haben Sie verkackt? Sicherheit und so. Sehr schön. Okay. Wir können. Perfekt. Viel Spaß. So, Aiden Bennett habe ich geantwortet. Keine Ahnung. Hallo. Keine Ahnung, was hier noch geplant ist. Ein Umschlag von der Jensi weitergegeben. Ich sag mal so. Das wird bestimmt gut. Ich bin erst mal im Urlaub, bleibt der Sommer. Wir sehen uns. Ich reiß dir den Arsch auf. So, weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ne, da war ich dann noch nicht. Außer Bennett habe ich geantwortet. Wir müssen reden, habe ich mich noch verschrieben. Okay. Wir müssen reden, Bennett. Ja, warum? Hast du Lea erzählt, dass es unterschriebene Papiere bezüglich einer Adoption gäbe? Nö. Sondern? Ich habe gesagt, es gibt bestimmt schon Papiere. Okay, hast du dir vielleicht mal Gedanken darum gemacht, dass du um irgendeine potenzielle Adoption nicht mit meiner Frau redest, bevor ich das tue? Das war zu dem Zeitpunkt wirklich zu spät. Es ist zu dem Zeitpunkt wirklich, in dieser Situation wäre es an dir gelegen, die Fresse zu halten. Ich habe versucht, anstatt über irgendwelche möglichen Papiere zu reden oder keine Ahnung was, um der ich weiß nicht was in den Kopf zu setzen. Eventuell gibst du mir in meinen familiären Angelegenheiten die Gelegenheit, selber was dazu zu sagen, bevor du für mich sprichst. Ich verstehe, warum du erzürnt bist, aber das war tatsächlich... Weil du dich in meine familiären Angelegenheiten einmischst. Was denkst du, wer du bist? Das war eher weniger auf deine familiären Angelegenheiten. In dem Augenblick, wo es meine Frau betrifft, ist es meine familiäre Angelegenheit.
Ja, und da habe ich versucht, die Kuh aufs Eis zu kriegen, nachdem sie vor mir stand und mich gefragt hat, warum du jemanden adoptiert hast. Gut, weiß ich nicht, müssen wir mit Ryan sprechen, anstatt, da gibt es bestimmt Papiere. Aber dass sie mit dir reden soll, habe ich ihr auch gesagt. Ja, und du hast ihr gesagt, da gibt es bestimmt irgendwelche Papiere. Ja, um das Wenn es um familiäre Angelegenheiten geht, Bennett. Meine familiären Angelegenheiten. Dann kannst du die Fresse halten. Anstatt dass Lea vor mir steht, einen roten Kopf hat, weil sie gleich durchdreht, weil der Erste, mit der sie spricht, du bist, der ihr was von irgendwelchen vielleicht existierenden Papieren erzählt, was durchaus meine eigene Angelegenheit wäre und mir zusteht. Und niemand anderem. Nur weil wir Freunde sind und gemeinsam arbeiten, gibt es trotzdem eine Grenze. Und das ist die Grenze. Wenn ich Probleme mit meiner eigenen Frau kriege, weil meine eigenen Leute der Meinung sind, irgendeinen Bullshit zu erzählen, und dann ist es mir egal, ob sie es gut meinen oder nicht, es steht dir nicht zu. Ich verstehe, was du meinst. Und warum hast du offensichtlich Halsschmerzen, sein Urgroßvater? Geh dir einen Bonbon nehmen. Hab ich Halsschmerzen? Okay, komm mir mal einen Bonbon. Weiß ich nicht. Darf ich kurz stören? Schlechter Zeitpunkt, aber ja. Ich wollte Ihnen noch Geld geben, was ich über den Abend bekommen habe. Dafür ist nie ein schlechter Zeitpunkt. Es ist nicht viel, aber es wurde mir halt in die Hand gedrückt. Als ich Getränke verteilt habe oder Akkus. Ja. Trinkgeld oder was? Trinkgeld, ja. Das wollte ich gerne dem Casino zugute geben. Nee. Oder ihn. Wenn Sie ein Trinkgeld bekommen haben, dann behalten Sie das. Aber danke. Okay, danke schön. Hasten. Ich würde dann jetzt in Feierabend gehen. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche einen schönen Feierabend, Frau Ziroska. Wenn das stimmt, was auf deinem T-Shirt steht, beziehungsweise auf deinem Pullover, dann solltest du die Beine in die Hand nehmen. Achso, das ist mein Schlafpullover. Alles gut. Das stimmt nicht. Einen schönen Abend noch. Besser wär's. Schlafen Sie gut. Also, ich hatte noch keine Gelegenheit, dir mal von A bis Z zu erzählen, was überhaupt passiert ist. Irgendwie wäre es eigentlich nur fair, wenn ich die Chance bekommen hätte. In dem Augenblick, wo du meiner Frau einen Mittelfinger zeigst oder einen Mittelfinger schickst, kriegst du keine Chance mehr. Dann hau ich dir auf die Fresse. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Ich hab dir gesagt, das soll symbolisieren, dass ich ihr gerne einen Mittelfinger zeigen wollen würde. Das ist der Konjunktiv. Ja, und ich hätte das doch niemals gemacht. Selbst wenn du daran denkst, meiner Frau einen Mittelfinger zu zeigen oder ihr den gerne zeigen würdest, ändert das nichts an der Tatsache, dass ich das Gesicht nach innen drücke. Ich bin bereit, sehr viel Spaß mitzumachen. Und ich weiß, die Zeiten sind gerade anders. Und der nette Ryan steht an der Türe und sagt, schönen guten Tag, beehren Sie uns bald wieder und guckt, dass der Start irgendwie läuft. Aber wenn das umschlägt, dass irgendjemand der Meinung ist, sich in meine privaten, familiären Angelegenheiten einzumischen und oder der Meinung ist, meiner Frau ins Gesicht zu langen und oder der gerne Mittelfinger schicken würde, dann ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten wird. Also, stopp, mit privater Angelegenheit habe ich... Damit warst du auch nicht gemeint gerade. Ach so, okay, das dachte ich jetzt. Dann, ich glaube, derjenige weiß, dass er angesprochen wurde. Also, pass auf, wir waren bei der Okurie. Ich will dir einmal von A bis Z aufklären, dass du Bescheid weißt, okay? Ja. Ich bin zu der Okoye gefahren, weil der hatte ja den Laden offen. Dann bin ich da runter und da habe ich dann den Bennett gesehen und da waren dann noch so ein, zwei andere. Und da war dann auch unter anderem eine Dame mit roten Haaren dabei.
Und ich wusste jetzt nicht, wie deine Frau aussieht. Weil auf dem Hochzeitsfoto, da ist ja kein Gesicht zu sehen. Du meinst auf dem Hochzeitsfoto, wo du mich gefragt hast, ob ich mit Aiden Bennett verheiratet wäre? Ja, ich hab... Das erste Mal, als du angefangen hast, die Grenze zu überschreiten. Da kommen wir gleich zu. Ich dachte, ich... lass mich weiter erzählen, da kommen wir da gleich zu. Naja, auf jeden Fall, als ich dann irgendwie hat zu erkennen gegeben und als ich dann feststellen konnte, dass es deine Frau ist, habe ich gedacht, die sieht ja gar nicht aus wie ein Rollo. So, das war ja nicht negativ gemeint. Ich dachte, ich hätte gestern Rolf genannt, weil es den ganzen Abend um Rolf ging und nicht um Bände, tut mir leid. So, das fand sie halt sehr despektierlich und dafür wollte ich mich entschuldigen. Dafür habe ich mich auch entschuldigt sofort. Und dann habe ich ihr eine Rose gegeben, weil ich mich entschuldigen wollte. Aber Bennett sagte, das kommt komisch, wenn ich ihr jetzt Rosen gebe. Also habe ich gedacht, ah, scheiße, jetzt werde ich nervöser und nervöser. Und dann hat sie gedacht, ich kann das wieder gut machen, wenn ich ihr ein Auto besorge. Ja, und dann war ich in der Zwiespalt. Weil ein Auto kaufen, jetzt, und da kommt ja dann noch komischer, weißt du? Wenn ich jetzt die ganz großen Geschütze auffahren muss. Und das war ja alles gar nicht meine Intention. Ich wollte ja nur sagen... Ach so, ich habe den wichtigsten Part vergessen. Ich habe die Stimmung aufzuhellen, weil die war sehr, sehr genervt, habe ich die Bongos rausgeholt. Weißt du, da habe ich eine Runde Bongos gespielt. Ja, kann aber parat, was kann ich für Sie tun? Nicht so rumschreien in erster Linie. Da habe ich die Bongos rausgeholt und als ich die wegpacken wollte, da habe ich die so zusammengefaltet und habe ich gedacht, ich habe die Bongos noch, ich klopp darauf rum. Und da bin ich halt auch weggerutscht, es hat geregnet und da war die Lea. Findest da. Du, meine Frau sieht aus wie eine Bongo-Trommel? Nein, ich habe in die Luft geschlagen, rein. Als ich die Bongos weggeklappt habe, ich habe, weißt du... habe ich in die Luft geschlagen und da war die Lea da und ich habe mich sofort entschuldigt. Dann habe ich ihr ein Tuch gegeben, dass sie das kühlen kann, aber die war voll aggressiv. Ich kann das ja verstehen, das tut mir ja auch leid. So. Und dann hat sie gesagt, wenn ich da Auto kaufe, dann macht sie dann alles wieder gut. Und da habe ich mich in das Zeug gelegt, dass das alles wieder klappt und ich habe den June das jetzt auch mit der Firma und alles. Das haben wir alles sofort hingekriegt. So, und dann sind wir hier in den Club. Und da sagte die Lea noch zu mir, ja, das läuft schon, sie hat das alles geklärt, ich brauche mir keine Gedanken machen. Sie macht sich nur einen Spaß daraus, mich ein bisschen zu ärgern. Aber dass das jetzt so läuft, das fand ich sehr doof, ehrlich. Dann solltest du mir eventuell die Situation demnächst in einer SMS erklären, wenn du schon Zeit hast, mir SMS zu schreiben. Ja, aber rein. Anstatt das Ganze offen im Raum stehen zu lassen. Ansonsten brauchst du dich nicht wundern, dass ich eher wütend auf dich zukomme. Rein, gestern stand das erklärt... vorgestern stand ich neben dir, da hast du gesagt, der hat mir eine ganze Bibel geschickt, da habe ich keinen Bock drauf. Also nicht über mich, aber über ein anderes SMS. Dann ich solltest du lernen, bei wem du da Bock drauf haben solltest und bei wem du dir erlauben kannst, da keinen Bock drauf zu haben. Nee, du hast gesagt, du hast keinen Bock auf eine ganze Bibel-SMS, ja. Als ich daneben stand. Dann schreib mir keine Bibel, sondern dann schreib mir, ey, das ist ein Missverständnis, lass uns erstmal darüber reden. Ja, genau, und die Sache machte, ja, und bis dahin war auch alles in Ordnung. Dass ich dich im Busch geschmissen habe, war der Augenblick, als du dann der Meinung gewesen bist, den Bogen weiter und weiter und weiter zu überspannen, weil du meiner Frau gerne Mittelfinger schicken würdest. Ja, aber also ich verstehe ja, dass man das nicht tut, aber guck mal, der hat mich voll auflaufen lassen. Und jetzt? Also da kann man doch schon zumindest mal nachvollziehen, dass man zumindest mal den Gedanken haben würde. Dann kannst du den Gedanken haben würden und den für dich behalten. Wir reden immer noch über meine Frau. Aber ich hab da ja auch, wir hatten ja eine coole Party und so. Ah, da habe ich auch, guck mal, da habe ich noch, den Nico habe ich noch dazu angerufen, weil die wollte Alkohol von mir haben. Und ich wollte jetzt nicht, dass das irgendwie so aussieht, als würde ich die abfüllen. Ich hab den schnell dazu gerufen, nicht, dass das irgendwie noch, also weißt du, ich eine Zeuge hab dafür, dass ich hier, also, ich hab sogar für deine Party Champagner organisiert. Willst du einen? Ja, ich brauch zwei. Dann nimm noch zwei, sag das doch. Bitte. Wir sind Quittexten. Beim nächsten Mal, wenn meine Frau da ist, schreibst du dir weder einen Mittelfinger, noch langst du dir ins Gesicht oder gerätst sonst irgendwie in Konflikt mit der. Das ist kein Thema, bei dem ich Spaß verstehe. Ich glaube, wir sind jetzt Freunde. Sie hat mir geschrieben. Sie hat gefragt, ob wir Freunde sind. Weil ich auch ihr verziehen hab. Dann solltest... Genau wie dir. Ich hab euch beiden verziehen. Ich bin ja nicht nachtragend. Hey, hallo? Du verstehst es nicht, oder? Du willst auf die Fresse. Nein! Warum denn? Ich hab doch nur gesagt, ich verzeihe euch.
Das ist schon, also ich habe euch beiden zeitgleich geschrieben, rein. Hessen, ich zünd dich und dein ganzes verficktes Gewerbeamt an. Nein, das tust du nicht. Eine Linie, die du nicht überschreiten solltest. Rein, ich habe doch nichts gemacht. Und ich hab doch wo du auch keine Späße weiter drüber machen solltest. Wir ziehen ja jetzt einen Strich und die Sache ist gegessen. Und wenn Lea die Tage da ist, dann bleibt die Sache gegessen. Ja, du schickst ja keinen Mittelfinger, du langst ja nicht ins Gesicht. Und du denkst auch nicht daran, dir einen Mittelfinger zu schicken. Und wenn du daran denkst, erzählst du es besser keinem, schon gar nicht Lea. Ja, das bleibt in jedem Fall, bleibt das jetzt gegessen, ja. Gut. Und ja, Bennett, du erzählst dir nicht, dass irgendwelche Adoptionspapiere existieren würden. Okay. Da bin ich einmal nicht da, Lea kommt aus dem Haus und ich habe nur Probleme, wirklich. Bennett. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Wo kann man sich so ein Messer holen? Was willst du denn zahlen? Im Zweifel Geld, aber ich würde es auch selber machen. Das ist ein bisschen kompliziert tatsächlich. Also da musst du dir mal eine Stunde Zeit nehmen und einen großen Notizblock. Und was müsste man zahlen? 20.000. Nee, klar, für ein Messer. Ja. Ja, perfekt. Dann schiebt er das Gold. Nee, auf keinen Fall, das melde ich nicht. Für dich 10. 5. Ich glaube, da verkaufe ich unter Wert. Messer. Tatsächlich aktuell, ja. Dieser Staat ist so bekloppt. Für ein verficktes Messer, 10.000 ist das. Ich gehe dumm. Darüber bekommst du auch psychopathische Gedichte vom Bauamtsopa. WTF. Bitte was? Ach, dieser komische, keine Ahnung, ich erreiche den Rollo nicht. Aber der Rollo droht wohl irgendwie dem Gast jetzt, dass er das Ding einfach abreißt. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist am Ende auch Rollos Konsequenz. So, nächste SMS. Lea. Gut, das habe ich wohl geklärt. So, Bennett, hast du mal gut kurz? Also wichtig. Jo. Kino, komm mal ran. Bist du da fertig, ja? Also... Ich war nie weg. Das hat Lea mir sogar geschrieben. Dann treffe ich Bennett, der mir erzählt, dass unser Haus abgerissen wird. Diese Nachricht erhalte ich, während ich vor eine lebensgroße Ryan-Statue mit Flügeln aus Gold stehe. Nur, damit mir ein sogenannter Hasten mit Anlauf ins Gesicht fasst. Jetzt läuft er mir nach und schenkt mir Rosen. Habe ich dir alles erzählt gerade? Hasten kauft mir ein Auto, er hat 48 Stunden. Es wird ein schöner Toros. Hoffe in Roségold. Feier mit Töchterchen und Sugar Daddy 2 im Casino Club. Wer ist Sugar Daddy 2? Ich glaube, die meint mich, weil ich alles bezahlt habe. Dann habe ich, also, ich habe mich nicht so genannt. Wirklich nicht. Aber warum 2? Sugar Daddy 2. Ich war nicht da, ich schwör's. So, guten Abend, Herr Sommer. Ich wollte fragen wegen einem Zimmer in Ihrem Casino. Ich habe mit der Rook schon darüber gesprochen und er sagte, ich soll Ihnen schreiben. Aktuell ausgebucht. Apartments wären frei. Ich bin gleich durch. June, Auszahlung von 182.000. Wie läuft denn die Nummer, dass die da die Auszahlungen nur um 0 Uhr machen, Okoye? Wer kriegt um 0 Uhr dann eine Auszahlung? Also die 100, achso, also June, die kommen June dann um 0 Uhr dahin genau. Und dann werden alle einzeln ausgezahlt. Richtig. Für das, ja. Was sie den Tag über bis dahin gemacht genau. Haben, oder was? Ja. Okay, also bringen wir gleich 182.000 Staatsgelder hin. Natürlich, weil ich auch noch neben Hausmeister Geldtaxi bin. Gut, Marvin Benz ist erledigt. Der kam übrigens heute. Der hat gar nicht verstanden. Ihr kennt das ja, wenn du schon mal eine SMS schreibst. In dem Augenblick schreibt er wer anders und du antwortest dem anderen. Der hat eine SMS von mir gekriegt, die gar nicht für den bestimmt gewesen ist. Okay. In Caps und etwas sauer und wusste gar nicht, was er falsch gemacht hat. So, Okoye. Waren illegale Spiele auf dem Klo. Ja. Nun. Ähm.
Der hier ist der Knaller. Keine Ahnung, was ich noch sein soll. Pass auf, ich lese euch eine SMS vor. Wieso bekommen die Neulinge alle Führerscheine vorläufig ausgestellt und die, die schon länger da sind und keine LKW-Lizenz haben, kein Anrecht auf eine vorläufige Lizenz haben, so die Justiz? Es gibt ja noch keine Fahrschule und da gehe ich doch von aus, dass wir auch ein Anrecht auf eine vorläufige Lizenz haben. Oder sehe ich das falsch? Bei Fragen rufen Sie mich bitte an. Mit freundlichen Grüßen, der Sarkosch. Sehe ich aus wie eine Fahrschule oder was? Ja, aber ich kann dir sagen... Warum schreibt mir irgendein Volldulli irgendwas wegen irgendwelchen LKW-Lizenzen, die er nicht hat? Ist das jetzt mein Problem? Wir haben heute drei Fahrschulen genehmigt. Ja, wir mussten warten, weil wir die Fahrzeuge nicht hatten. Ja, meine Antwort war, was? Ich glaube, das bezieht sich darauf, dass in der letzten Amtsperiode halt diese vorläufigen Führerscheine eingeführt wurden und das mit der Justiz ein riesengroßes Hin und Her war, weil die sich bei einem quergestellt haben. Und ich verstehe schon, wenn die Leute jetzt sagen, yo, ich will auch LKW fahren, gerade um den Staudamm irgendwie zu reparieren und die Justiz sagt, nee, geh dich ficken. Aber wenn jetzt Hasten sagt, dass es jetzt Fahrschulen gibt, dann können die alle bald ihre scheiß Führerscheine selber wieder machen. Leute fragen mich, was die Apartments kosten. Sag mal, haben die kein Quitterkonto angelegt oder was? Tatsächlich gibt es viele der neuen Gerüsten. Moment. Wie lief die Party heute? Gut. Bis zur Verlosung, dann war keiner mehr da. Ja, war ganz schön teuer. Da war noch mehr in der Dose drin. Tatsächlich gibt es viele, die sich absolut noch kein Quitterkonto leisten können anscheinend. Ja. Ich höre immer wieder von Leuten, die kein Quitter haben, weil sie kein Geld dafür haben. Ja, dann sollen die Mischpounder scheppern, mir doch egal. Aber, keine Ahnung, was da Sache ist. Gut, ich glaube, damit habe ich Organisation soweit durch. Okay, ich würde gerne 3 Tage mieten. Wäre das okay? Ja, kommen Sie zum Casino. Casinop. Okay, der wird schon wissen, was gemeint ist. Verbindest du dich mal eben kurz mit meinem Bluetooth? Nee. Warum? Für das Passwort, was der gesetzt haben möchte. Butters. Einen wunderschönen Herr Butters. Ich hatte gesehen, Sie haben noch 2 Apartments frei. Ja. Ich würde da gerne 1 für 10 Tage nehmen. Ja, kommen Sie zum Casino. Perfekt, ich bin auf dem Weg. Ja, bis gleich. Aua! Nicht schon wieder! Rein, auf! Aua! Oh, war nur ein Versehen. Butters? Grüße, Butters, hier ist Ethan. Ethan, wie kann ich helfen? Ja, wir haben vorhin, also ich habe schon mal vorhin angerufen, aber hast du gesagt, hast du Familienprobleme. Haben sie sich geklärt? Ja, das war also weniger Probleme als eine Serie, die ich geguckt habe. Ne? Also da waren 2 Frauen und die tauschen die Familie und die eine muss bei der anderen putzen, die andere dann bei der anderen und dann streiten die sich die ganze Zeit darüber, wer besser putzen kann und wer eigentlich schlechter putzt. Und da war gerade die Aussprache. Die saßen an so einem Holztisch in so einer alten Kneipe und haben ein Bier zusammen getrunken und haben sich gegenseitig angeschrien. Das war die spannendste Stelle in der Serie. Die konnte ich gerade nicht verpassen, deswegen konnte ich gerade nicht. Aber erzähl, wie kann ich helfen? Okay, nee, weil es ging nämlich darum, für das Apartment, wo wir heute Vormittag gemacht haben, bräuchte ich mehr Schlüssel, sprich, du bekommst mehr Geld von mir, wenn du welche hast. Ja, dann Casino. Okay, on my way. Bis gleich. Ich guck mal, was der Bademantel da hinten will. Das war nicht nötig, Mann. Heute doch. Ja, tut doch weh. Ich hätte es ein bisschen lustig gefunden, wenn du dein T-Shirt wahrgemacht hättest und tatsächlich jetzt eine Minigun gehabt hättest. Das Einzige, was aus der Minigun rauskommt, sind Gewerbeanträge. Ich hab ein Messer. Was hast du das denn erzählt? Du wolltest ja gerade noch eins kaufen. Bennett hat mir gerade eins zugeworfen. Was? Ich warte immer noch auf meins, ne? Ah, dann ist das deins, tatsächlich. Perfekt, danke für nix. Aber also... Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass irgendjemand in der Lage ist, wenn ich drin bin, dir ein Messer zu geben von den 400 Stück, die produziert haben. Ah, alles gut. Nee, ich besorge dir eins. Okay. Dann gebe ich dir erstmal meins. Ah, ist gut. Ich hab 300 Mal gesagt, dass die eins geben sollen. Ich habe vorhin das hier bekommen, ne? Das ist, also ich habe halt schöne Ringe, ne? Reicht halt auch fürs Erste, alles gut. Die kann ich nicht mehr sehen. Nicht? Die hat er noch im Gesicht als Abdruck von mir. Geh weg! Was?
Ich sagte, verzieh dich an mit einer Koyo. Was heißt das? Hau ab. Okay, perfekt. Hat jemand mal einen Akku? Nee. Gab Ryan, wir haben jemanden, der Casino-Eigentum klaut. Wer, was? Oh, bitte. Ist der hat anscheinend den Bademantel oben von der Liga geklaut. Oh, ist der Typ da, Wasan? Soll er den behalten? Wenn den einer auf der Liege hat liegen lassen, soll er den Scheiß. Nee, ich zieh jetzt keinem mehr die Ohren lang heute. Ich habe genug Ohren heute lang. Ich möchte waren immer meine Ohren. Einen Abend in Harmonie jetzt haben. Echt? Illegales Spiel auf dem Klo? Ja, zum Beispiel. Aber hier kommen jetzt gleich noch ein paar Leute hin für Organisation. Dann muss ich noch den Schlüsselkasten voll machen und die Listen austeilen. Was hast du eigentlich für einen hässlichen Pulli? Peter, Alter. Du guckst mir da 20 Minuten auf den Pulli und fragst mich jetzt, wie hässlich der ist. Nee, aber vorher hatten wir wichtigere Themen zu klären, als dass du einen hässlichen Pulli und einen wirklich hässlichen Schuh anhast. Der Schuh ist aus echt gut. Ich schreibe, kommen Sie zum Casinop mit einem P hinten dran, weil ich mich vertippt habe. Er schreibt, wo ist das? Oder meinen Sie Casino? Jetzt schreibe ich, Casinop. Palitobay, schreib Palitobay. Der Pullover ist mein Schlafpulli. Ich will gleich ins Bett. Cool, jetzt hast du schon wieder mit dem Dreamliner hier vorbeigefahren. Leg dich doch hin. Nö, an Melody. Wir haben jetzt 23.43 Uhr, was für Bette ist denn? Dass sie ein bisschen rumfahren können. Du hast einen Dreamliner gegeben, damit die rumfahren können? Ja, weil es ihr doch nicht so gut ging. So. Vielleicht geht sie dadurch ein bisschen besser. Ne? Die hängt irgendwie am Sauerstoffschlauch und redet auch irgendwie, als wenn sie hingefallen wäre. Ja. Soll die ein bisschen Spaß haben irgendwo, keine Ahnung. Ich habe heute lang und viel gearbeitet und echt oft auf die Fresse bekommen. Du hast einmal auf die Fresse bekommen. Und von Lea und von June und von dir ein zweites Mal. Ja, frag dich mal, warum? Müsst mal meine Nase kontrollieren, dass die tut echt weh. Sieht doch schlimm aus. Du guckst auf dein Handy. Ich merke da keinen Unterschied zu sonst. Nein, hör auf damit. Ist eigentlich der Ding ist hier mal wieder aufgetaucht, der sich unbedingt gerne mit uns anlegen möchte? Nee, ich habe auch schon versucht, ihn anzurufen. Du meinst Parotti? Ja. Nee. Probier nochmal. Dem hätte ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Nee. Habt ihr eine Nummer von dem? Ja, klar, kann ich dir geben. Gib mal her. 308? Ich schreibe mir das per SMS. Oder, nee, das ist mir zu kompliziert. Nee. Das ist mir zu kompliziert. 308-994. Dann müsste ich mir die merken und sie dir dann schreiben. Das ist ja zu viel für deine Apps. Das ist zu viel. Vergaß. Angekommen in Los Santos, Hashtag Wohlfühlen. Wie viele sind denn heute mit Flieger gekommen? Hessen fragen. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Also wir hatten 54 Lose, also scheinbar gar nicht so wenig. Ist der denn aufgetaucht jetzt mit der Karre, Valeska, oder ist er pennen schon? Den haben wir bisher nicht erreichen können. Rooks hat die Papiere, wenn er sich meldet, ist er, macht er die Übergabe. Hi, weißt du, wann Casino, du ungefähr vorbeikommen solltest? Ja, du hast gesagt, um 0 Uhr. Okay, ja, dann warte ich bis 0 Uhr, alles gut. Kann ja sein, dass es verspätet oder so. Sind die Leute schon da und warten auf die Auszahlung oder was? Ja. Ich komme runter. Dankeschön. Bis gleich. Dann fahre ich mit dem neuen Schmuckstück mit. Ich gehe mal kurz Staatsgelder holen. Warte mal, wie viel? 182, 600. Sie warten immer noch im Zimmer, ne? Genau, ich wollte Sie nicht stören. Ja, wir sind ausgebucht. Ach, verdammt. Auf die Apartments? Nee, Apartments habe ich nur eins. Okay, wo muss ich denn da hin? Ja, zu mir. Müssen aber kurz warten, ich muss einmal ganz kurz Gehälter auszahlen. 5 Minuten bin ich wieder da. Alles gut. Da kommen gleich noch mehr, die auf mich warten, Drew, ne? Sag denen mal, wenn die hier sind, die sollen 5 Minuten warten. Ich muss ganz kurz Gehälter auszahlen am Zement.
Quatsch mich mal nicht voll. Warte. Deinen Augen, entschuldigen Sie, dürfen wir Sie mal ganz kurz was fragen? Fragen Sie kurz. Waren Sie derjenige hier mit dem Apartment? Ich bin gerade hier auf dem Gelände aufgefahren und dann habe ich nur was mit dem Apartment gehört. Waren Sie derjenige mit dem Apartment? Was genau möchten Sie? Wollen Sie eins mieten? Ja, wir möchten sehr gerne eins mieten. Nicht nur eins, sogar, doch. Ich würde sagen, ne, Frio 2, doch. Für mich und meinen Freund Frio. Wir sind auf der Suche schon seit längerem nach einem schönen Apartment. Und ja, gut, ich habe gehört, hier gibt es ein paar Hotels, aber die erreichen wir nicht. Und jetzt suchen wir wirklich Apartments und da ist jetzt die Frage, haben Sie da was? Habe ich. Ich müsste aber ganz kurz ein paar Leute bezahlen. Geben Sie mir 5 Minuten, dann bin ich wieder da, treffen wir uns vor dem Casino und dann quatschen wir drüber. Können wir uns auch am Blackjack-Tisch treffen, weil... Ja, wie soll ich sagen, wir haben uns da gerade so ein bisschen einen kleinen Deal gemacht. Wir haben $400 gewonnen und da wollten ja, wir gerne... Ja, dann mache ich Ihnen doch einen High-Roller-Tisch auf. Mit $400 müssen Sie ja nicht mit Blackjack zufrieden geben. Ich sage dem Personal Bescheid, die machen Ihnen einen Tisch auf. Ja, das ist doch ja, selbstverständlich. Super. Ja, danke. Ja, dann treffen wir uns da gleich. Alles klar. Strom, da sind Gäste. Mach mal bitte den Tisch auf. Ja. Gut. Ja. Kommst du mit? Dann muss ich noch mit der Turnhalle sprechen, die am Blackjack steht. Turnhalle? Ja, wenn der mit dir redet, bekommst du Tinnitus. Sehr cool. Dafür gehe ich da nicht spielen. Der will ein Apartment. Und mit den anderen, die gleich noch zum Casino kommen. Dann muss ich Schlüssel machen, dann muss ich Listen machen. Aber erstmal Gehälter kurz auszahlen. Dann müssen wir da aber schnell wieder weg. Ich vermisse halt, wo wir Zeit hatten, um 1 Uhr im Pool zu sitzen, Okoye. Ich vermisse das auch, ne? Sag ich dir, wie es ist. Aber im Moment ist die Hölle los. Wenn ich dir was abnehmen kann, sag Bescheid, ne? Tatsächlich ganz los. Bin ich gespannt. Na, ich könnte dir die Staatsgelder geben und du übernimmst die Organisation mit June. Das könnte und ich machen. Und der Auszahlung der Zementarbeiter, das wäre ja sehr hilfreich tatsächlich. Das kann ich machen. Wenn das ein Ding weniger weg vom Kopf. Wenn du da Kapazität für hast gerade, ja, wäre mir das tatsächlich geholfen. Kein Stress, kriegen wir hin. Steht die hier? Steht die nicht am steht die an der Schmelze? Welche? Ja, der Auto steht auch hier. Guten Abend. Hallo. Hey. Wo ist June? Wo ist June? Da hinten. Achso, stimmt. Kannst auch mir gehen. So, wir haben Geld dabei. 183.000. Mhm. Ist das nicht ein toller Camper? Hammer, habe ich schon gesehen, wirklich. Ist nicht so begeistert. Ich habe bei uns im Lager noch einen Becher Pisse gefunden. Möchtest du den auch haben? Was? Bei uns im Lager ist noch ein Becher Pisse. Nein. Ja, willst du den haben? Nicht? Mm-mm. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Das ist ja im Wohnwagen. Aber ich hab Piss, ist eklig. Das passt aber zu dem Wohnwagen. Ja, aber was im Wohnwagen soll ich denn sonst haben? Geht sogar im Wohnwagen schlecht? Na, was ist das denn? Das ist hypergeil. Geringverdiener-Auto. Das ist anders geil. Da lebt man in einem Auto. Ja, richtig. Unbeschwert. Kannst von A nach B, egal wann du willst. Du kannst super viele Leute mitnehmen. Er ist bezahlbar, spritsparend und geländegängig. Was willst du mehr? Wie viel wissen du jetzt und eigentlich? Und das Geile daran ist,
Was keiner bedenkt bei so einem Ding, du kannst die einfach folieren lassen. Das heißt, wenn du willst, kannst du einfach dein Gesicht drauf klatschen. Das wäre Wahnsinn, ein Becher Pisse mit Gesicht. Ja, zumindest das. Ja, richtig, genau. Aber wie viel willst du denn jetzt dafür haben? Für das Ding? Ja. Ryan, komm mal. Ich sag, wie es ist, ne? Ja. Ich kann dir dafür eigentlich nichts abknöpfen, ne? Dafür, dass sie irgendwie... Die organisiert hier alles und steht hier Tag und Nacht, ne? Richtig. Und die ersten ein, zwei Tage so, wo ich das alles mit dir gemacht habe, da habe ich schon gemerkt, das ist nicht einfach so, ne? Also die meint das auch wirklich ernst. Und ich meine, momentan ist ja jeder gerade in so einer Krisenlage und muss gucken, wo er bleibt und alles drum und dran. Mir geht's finanziell auch nicht so gut, aber, also mir geht's wahrscheinlich deutlich besser als im einen oder anderen hier, aber ich würde den dann einfach schenken. Was kostet die Kiste denn? Knappe 70.000, nicht die Welt. Also alles gut. Mach mir einen Deckel, Loco, hier. Deckel? Mach mir einen Deckel. Der Deckel ist schon drauf, was zu bezahlen. Wie sagt man so schön? Geschäftsmänner und Freunde unter sich. Und wie gesagt, sie hat sich's verdient. Schon. Schon. Ja. Ja, wenn ich dich rufe, dann komm hier rüber. Ein Fuß vor den anderen, wie ein Model nur mit Schlumpffrisur. Okay. Okoye ist ein Freund der Familie. Okay. Ja, und der sieht auch, was du hier seit Tagen machst. Ja. Nur mal rein hypothetisch. Ja. Du willst das Auto hier für als kleines Dankeschön für das, was du hier seit Tagen tust, geschenkt bekommen. Ja. Dann verspreche ich dir, wenn ich nochmal höre, dass du irgendwem erzählst, mich packt sowieso keiner ein, Papa Battas regelt das schon, und oder mir zu Ohren kommt, dass du jemanden abstichst, weil er Zement in seine eigene Tasche macht, ist das Ding schneller wieder weg, wie du Ryan sagen kannst. Okay. Und mit weg meine ich endgültig weg. Ich nehme dir das nicht weg und gebe dir das irgendwann wieder, sondern ich versenke das Fahrzeug. Okay. Also... Ich habe eine Frage dazu. Mhm. Wenn jetzt in der Theorie, wenn ich jetzt Stress mit welchen habe jetzt, also jetzt random Stress mit jemandem habe. Ja. Und ich den Typen die Visage poliere. Ja. Darf ich das dann auch nicht mehr? Ja, doch klar, warum denn nicht? Okay. Ich meine, du musst dich ja nicht unterkriegen lassen. Aber okay. Benutzt du meinen Namen dafür, never again, versenke ich dein Auto. Jawohl. Und ich kaufe dir kein neues. Okay. Dann kannst du froh sein, dass Okoye so ein großes Herz hat. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Oh, danke schön. Ryan. Ja. Ja. Was? Soll ich Papa sagen? Du hast sogar meinen Namen gesagt. Ja, danke schön, Ryan. Ach so, gut. Wir müssen zum Casino, das da warten Geschäfte. Weird an. Ja. Okay. Nämlich niemals Papa. Damit. Oder ich versenke dein Auto. Okay. Herr Bürgermeister? Bitte. Ich weiß dann erstmal auf die Auszahlung. Hier, bitteschön, Nervennahrung für Sie. Oh, das kann ich gebrauchen, danke. Ja, ich habe 4 Stunden Junes Job übernommen, seitdem sie zu der Besprechung war. Und ich hatte nur hier den Hof hier. Also ich will gar nicht wissen, was für einen Stress Sie haben. Ja, Sie haben keine Vorstellung. Kriegen wir aber alles hin, ne? In den Zeiten müssen wir zusammenarbeiten und zusammenhalten. Schaffen wir schon. Ja, und ich hatte relativ eine Idee wegen Unterstützung der Arbeiter und Auszahlung. Gut. Merken Sie sich die und erzählen mir die später. Ich muss auf den nächsten Termin. Ich bin seit 11 Stunden. Dann egal. Okay, dann zum Casino oder wie? Ja. Hab ich gesagt, ne? Ja. Ja. Ja.
Ich glaube, das ist nur mehr als fair. Ja. Du könntest aber mit Hasten gleich mal koordinieren, der ist ja auch viel da aktuell. Dass ihr die Staatsauszahlungen unten übernehmt. Das ging mal. Wenn der sich benimmt. Wer ist denn? Ja, natürlich. So schlimm aktuell. Ja, der ist der größte Dulli. Und das ist auch leider der Grund dafür, dass ich den gerade echt halbwegs leiden kann. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorgeht, dass ich immer so Narren an Dullis fresse. Seit Jahren. Bin ich auch ein Dulli? Nein. Ah, okay. Ich lasse denen viel zu viel durchgehen, wenn die einen Elm am Brennen haben. Wenn denen ihr Sender kaputt ist. Wenn die nicht alle 7 gerade haben. Der hätte schon 5-mal versenkt gehört eigentlich. Ja, ich glaube, der rafft sich noch alles gut. Nee, ich glaube eben nicht, dass das passiert. Und gerade deswegen muss er in seine Schranken gewiesen werden. Kann doch nicht sein, dass ich die Idioten immer anziehe und immer irgendwie aber auch... Ach, das kriegen wir schon. Weiß ich nicht. Meine negativste Eigenschaft, wirklich. Meine allernegativste Eigenschaft. Nee, könnte ich dir schon wieder eine Fresse verhauen? Mir? Ja. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Was ist denn jetzt passiert? Ich saß doch nur im Auto. Seit Jahren, Okoye. Seit Jahren. Ich ziehe das an. Und warum auch immer. Ach Gott, komm. Scheiß auf dich. Wirklich, scheiß auf dich. Hä? Erklär ihm das. Guten Tag, haben Sie noch einen Termin bei mir? Ja, ich hatte angerufen wegen einem Apartment. Was habe ich denn frei? Ich habe frei. 1 im Lombank mit Blick auf Strand und Meer und 1 im Arcadius. Mit Blick ja, dann über, nehme ich das in der Lombank. Schön oder hässlich? Schön. Habe ich. Dann brauche ich einmal eine Visitenkarte. Natürlich. Ach rein, Mensch, ich mag dich auch. Was haben wir für ein Datum heute? 23. Wie lange wollen Sie bleiben? 14 Tage. Wie viele Schlüssel hätten Sie gerne? 2 Stück. Bekomme ich $10.400 von Ihnen? Das kriegen wir hin. Schön. Und dann habe ich Lombank 4 für Sie. Bei 14 Tage haben Sie, ne? Ja. Können Sie sich auch der Klingelschild aussuchen, wenn Sie möchten? Nö, ich lasse das so. Lombank 4. 2 Schlüssel? Ja. Einmal. 2-mal. Ich danke Ihnen. Ich wünsche angenehmen Aufenthalt. Achso, die 4 ist gerade erst frei geworden. Tun Sie mir mal einen Gefallen und rufen mich mal bitte an, falls da noch was im Kleiderschrank ist. Dann kommen wir da räumen. Ja, perfekt. Dann gucke ich direkt einmal nach. Alles klar, danke. Perfekt, bis später. Tschüss. Dino hat gesagt, du magst mich. Habe ich nicht so gemeint. So, haben Sie bei mir auch einen Termin? Na klar, hab Sie angerufen wegen den Schlüssel. Welche? Für Lombank 1. Was brauchst du? Ich brauche 3 weitere. Ich kann dir 2 geben. Dann nehme ich 2. Vorher muss ich nachmachen. Entspannt. Ich nehme auch 2. Lombank 1. 1-mal. 2-mal. Und Rechnung kommt auch hinterher. Yes. Da bin ich wieder. Gut, soll ich noch einen machen? So. Wenn es hier keine Umstände macht? Ja, sicher. Quatsch mich einfach morgen nochmal an. Ich muss sowieso Organisation machen. Ich schreibe das mit auf. Wo sind meine Notizen? Da. Lombank. Lombank 1. 1 Schlüssel. Habe ich morgen fertig.
Alles klar. Hast du meine Nummer rufst? Ja, machen wir so. Alles klar. Bitte. Bitte. So, sie wieder. Ja. Ja. Ich fahr kurz weg. Wie kann ich helfen? Ist das Apartment noch da? Welches? Das ist, weswegen wir gesprochen hatten. Ja, ich hab 2 Stück. Okay. Mir egal welches. Scheißegal welches. Ja. Irgendeins. Wir einfach nur schlafen können. Aber egal, wie es aussieht. Mehr oder weniger, ja. Okay, dann nehme ich eine Visitenkarte. Gerne. Bitte schön, ich bin der Herr Kästner. Herr Kästner, wie lange wollen Sie bleiben? 3 Tage. Wie? 3 Tage. Wie nochmal? 3 Tage. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Bitte nochmal, Entschuldigung. 3 Tage. Gut. Wie viele Schlüssel brauchen Sie? Einen. Gut, dann kriege ich $2,800 von Ihnen. Gerne. 1.000 kriegen Sie wieder beim Auschecken. Bitte, was steht auf der Rechnung? Geht das auch per Rechnung? Ja, das geht. Bitte was? Ob das auch per Rechnung geht? Ja, ja, Rechnung geht. Ja, sicher. Bitte schön die Unterschrift. So, dann bekommen Sie von mir. Mace West 8, unser schönstes Zimmer. Wie viele Schlüssel wollen Sie haben? Einen. Sollte mal, wie viele? Einen. Einen. Ja, ja. Selbstverständlich. Mace Bank Danke. West. Wissen Sie, wo das ist? Schönen guten Abend. Abend. In der Mitte der Stadt. Ist das große Gebäude? Nee, nicht das große Gebäude in der Mitte. Das ist in der Nähe der Lombank, in der Nähe vom Strand. Wissen Sie, wo das Bahama Mamas ist? Da, wo Sie saufen ja. können? Ja. Ja. Da einmal um die Ecke rum. Ach so, okay. Werden Sie ich finden. Hätte übrigens noch eine Frage. Ja, fragen Sie. Mir wurde gesagt, dass die June Arbeit vermittelt. Ist möglich. Weiß ich nicht genau. Kann aber sein. Ich würde nämlich gerne arbeiten. Also was würden Sie gerne arbeiten? Mir egal. Ich brauche ein bisschen Geld. Ja, dann fragen Sie die June doch mal. Die steht an der, an der Schmelze gerade. Ach so, okay. Dann fahre ich da mal hin. Vielen Dank. Bitte was? Dann fahre ich da mal hin. Vielen Dank. Okay. Nicht dafür. Schönen Abend. Ebenso. Und einen ruhigen Abend. Bitte? Und einen ruhigen Abend. Achso, danke schön. Jetzt haben wir, hätten Sie kurz? Ja. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Zimmer. Mein Schlüssel passt nicht mehr. Wer sind Sie? Drake Roberts. Ich hatte die 504 gemietet. Ja, dann haben sie wohl nicht rechtzeitig verlängert. Ich habe am 13. nochmal 10 Tage bis zum 24. verlängert gehabt. Bei wem? Bevor ich in Urlaub bin. Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Ein Mitarbeiter hier unten beim Casino. Herr Rooks. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht nach Namen gefragt. Ich hatte es sehr eilig. Kann das sein, dass sie gescammt worden sind? Hier und ich habe ihm die 3.000 gegeben für das Zimmer. Der meinte, der arbeitet hier? Ja. Hat er Ihnen einen Ausweis gezeigt, dass er hier arbeitet? Nein. Die Mitarbeiter des Casinos haben einen Firmenausweis. Schauen Sie mal. Die 504... Wenn ich das Zimmer gemietet hatte, hatte mir auch keinen Ausweis gezeigt. Eine gute Nacht wünsche ich. Dann sollten Sie dringend danach fragen, denn die 504 wurde nämlich geräumt und ich stand 438 Jahre am Schlüsseldienst, um das Schloss auszutauschen und die Schlüssel nachmachen zu lassen, weil sie ihr Zimmer nicht bezahlt haben. Ja gut, das heißt, der hat dann höchstwahrscheinlich nicht beim Casino gearbeitet. Also das wäre dreist, aber ich gehe jetzt davon aus, dass der höchstwahrscheinlich nicht beim Casino gearbeitet hat. Das heißt, mein Zimmer wurde geräumt, meine Wertsachen da drin sind wahrscheinlich jetzt alle weg. Was war denn da drin? Klamotten, Arbeitsmaterial,
paar Sachen halt. 504, sagen sie. Gib sie mir mal. Wann haben Sie das bei dem verlängert? Am 13. Moment, wenn Sie heute scrollen. Nee. Das war auch 508, das ist das auch nicht. Sie haben keine Ahnung. Haben Sie denn noch eine Ahnung, wie der ausgesehen hat? Können Sie mir den irgendwie beschreiben mit dem Set? Nein, also... Ich weiß noch, dass er eine Brille anhatte und hier so ein Casino-Hoodie mit Diamonds drauf. Moment, es gibt noch eine Möglichkeit. Schönen guten Abend. Abend. Guten Abend. Lassen Sie mich mal kurz telefonieren. 504 war das? Genau. Hallo. Lux, wo steckst du gerade? Ich bin gerade näher Sandy Shores am See, okay, mit einem Partybus. Warum? Weil wir den von Okoye bekommen haben, weil wir uns ein paar, also ne. Gut, ich brauche dich dringend später abseits deiner Sexparty zur Organisation Casino. Und ich brauche aber mal ganz kurz deine Notizen und oder dein Gehirn. Okay, ja. Zimmer 504. Ja. Steht vor mir und heißt... Sie müssen mir Ihren Namen sagen. Greg Roberts. Herr Roberts. Er sagt, dass er bei irgendjemandem vom Casino am 13. sein Zimmer um 10 Tage verlängert hat. Herr Roberts wurde allerdings gestern geräumt aufgrund von nicht bezahltem Zimmer. Er hat keine Ahnung, bei wem er gezahlt hat, aber ich sehe sicher bei jemandem, der einen Casino-Pullover anhatte. Jetzt gibt das zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich würde auf Valeska tippen. Ist der Einzige, der mit einem Casino-Pullover rumläuft? Ah, du hast keine Informationen zu 504. 513 habe ich keine, ne. Ne, nicht 13, 504. 504, warte, ich gehe mal irgendwie durch... Aber ich glaube nicht. In unserem SMS-Verlauf ist auch nichts drin. Und das Ding ist, jetzt steht natürlich der Verdacht im Raum, dass irgendjemand mit Casino-Merch rumläuft, wo wir ja bisher sonst kein Problem damit haben. Und wenn einer kommt und sagt, ich möchte mein Zimmer verlängern, lässt er sich von dem fleißig Geld geben und sackt sich dann in die eigene Tasche ein. Ne? Weil den Ausweis hat der Herr Robert sich nicht zeigen lassen. Wir haben hat er eine Rechnung bekommen oder hat er bar bezahlt? Haben Sie bar bezahlt, Herr Roberts, oder haben Sie eine Rechnung gekriegt? Ich habe bar gezahlt. Der hat bar gezahlt. Ich habe eine halbe Bibel von dem Ferrotti. Er meinte halt, ich müsste bar zahlen, weil das Lesegerät irgendwie nicht funktioniert. Also, wenn er nicht keine Rechnung bezahlt hat. Er sagt, er müsste bar zahlen, weil das Lesegerät defekt wäre. Dann ist es Bullshit. Also, entweder der Herr Roberts lügt mich gerade an oder der wurde von irgendwem gescammt. Ja. Niemand würde Bargeld nehmen von uns, weil ein Lesegerät kaputt ist. Das ist ja Bullshit.
Gut, ich rufe mal Valeska gerade an. Du, Ryan? Mhm. Ich würde gleich reingehen. Ja. Ich bin morgen so ab 19 Uhr, schätze ich, da. Wollen wir uns einfach in Ruhe einmal zusammensetzen? Dann machen wir das morgen Abend. Ja, machen wir morgen Abend dann. Alles klar. Okay, top. Ich habe ein paar Ideen, wie wir was machen können. Ja, ja, okay. Alles klar. Bis morgen. Tschüss. Eine Idee habe ich noch, Herr Roberts. Geben Sie mir kurz. Sie erzählen mir gerade keine Kacke. Ja? Ich versuche ja gerade nicht für Sie für den Arsch zu klären, weil Sie auf die Idee kommen, ihn in den Bären aufzubinden. Ja? Ich erzähle Ihnen das, was passiert ist halt. Mhm. Ja, bitte? Sag mal, Valeska, hast du Informationen zu 504 Roberts, der gerade vor mir steht und sagt, er hat bei irgendwem 10 Tage Bar verlängert, der einen Casino-Pullover anhatte. Es gibt keine Aufzeichnungen dazu und der wurde gestern geräumt aufgrund von nicht bezahltem Zimmer. Bitte, welcher Name? Roberts. Nein. Auch nicht. Habe ich keine Informationen so. Dann sollten wir dringend gucken. Also entweder erzählt Herr Roberts mir gerade Blödsinn, während er vor mir steht, macht aber gar nicht den Eindruck, mir Blödsinn zu erzählen, oder irgendjemand läuft mit unserem Merch rum und scammt die Leute. Ich bin gerade auf dem Weg nach draußen, Moment. Mhm. Gucken Sie mal gleich, ob das der Herr gewesen sein kann, der jetzt hier kommt. Definitiv nicht. Das war nicht. Der, bei dem ich war, hatte eine hellere Hautfarbe. Und eine andere Frisur. Der hatte braunes, etwas längeres Haar. Fällt dir dabei ein, Valeska? Gerade so aus dem Stegreif nicht. Mir halt auch nicht. Also, Herr Roberts, ich glaube, Sie wurden hart gescammt. Das ist jetzt unschön. Tatsächlich. Ihre Sachen haben wir vernichtet. Was waren da drin? Das ist noch unschön, ja. Kürbissamen. Oh, ich erinnere mich. Das habe ich sogar persönlich geräumt. Ich erinnere mich auch. Das ist aber schon was her. Das ist definitiv was her. Das ist 4-5 Tage her. Ja, es war ursprünglich bis zum 14. halt und am 13. hatte ich es halt für 10 Tage verlängert. Zumindest dachte ich, ich hätte es verlängert gehabt. Schönen guten Abend. Schreihals. Warte, ich bin gleich bei dir. Okay. Gut. Herr Roberts, ich glaube Ihnen die Geschichte einfach mal. Sie wären heute für eine Verlängerung gekommen. Ich bin heute jetzt gerade aus dem Urlaub gekommen, wollte ins Zimmer. Morgen wollte ich eigentlich verlängern. Für wie lange wollten Sie morgen verlängern? Nochmal 10 Tage. Passen Sie auf. Geben Sie mir mal Ihre Visitenkarte. Ich komme Ihnen da mal eine ganze Ecke entgegen, weil ich Ihnen Ihre Geschichte mal glaube, ja? Ich stelle Ihnen mal eine Rechnung aus. Sowas können wir nämlich. Für den gleichen Preis wie die 10 Tage kriegen Sie jetzt ein Upgrade von mir. Okay. Das ist Ihr Zimmer. Und wo ist das? Arcadius. Die Richtung, das nächste Riesengebäude, was Sie sehen. Ah. Ich habe Sie auf ein Luxus-Apartment geupgradet. Das ist ein wirklich großes Upgrade. Das ist ein richtig großes Upgrade. Ich gebe Ihnen das jetzt zum gleichen Preis für die 10 Tage wie das Casino-Zimmer. Die sind eigentlich doppelt so teuer. Weil ich Ihnen glaube, dass Sie nichts dafür können und irgendein Vollduli mit einem Casino-Pulli Sie gescammt hat. Dann danke ich Ihnen dafür vielmals. Und ich dafür. Und in Zukunft werde ich mir einen Ausweis zeigen lassen. Ja, oder Sie sehen das auch, wenn Sie eine Rechnung kriegen, bekommen Sie eine offizielle Rechnung. Wenn hier irgendjemand steht, der sagt, mein Kartenlesegerät ist kaputt oder was, sprechen Sie jemand anderen, der hier arbeitet, an und vergewissern Sie sich einmal, dass das stimmt. Und sollte Ihnen jemand auffallen, wo Sie denken, dass genau das passiert, melden Sie das bitte umgehend. Wir werden alles daran setzen, dass genau das hier nicht passieren kann.
Werde ich machen. Hätten Sie vielleicht eine Karte für mich, dass ich Sie dann anrufen könnte? Habe ich Ihnen eben sogar gegeben, oder nicht? Ah ja, doch, ja, stimmt. Entschuldigung. Steht sogar der Firmenname drauf. Können Sie sich auch bei Unsicherheit von jedem Casino-Mitarbeiter zeigen lassen? Ja. Wenn Sie also denken, da stimmt was nicht, dann lassen Sie sich die Firmenkarte zeigen. Werde ich machen lassen. Gut. Dann viel Spaß in Ihrem Upgrade. Sie werden das Zimmer mögen. Es ist ungefähr 10-mal so groß. Ich fand das hier ja schon groß. Ja, das Neue werden Sie definitiv mögen. Erzählen Sie mir morgen mal, wie Sie Ihr Upgrade finden. Oder schauen Sie sich an und dann rufen Sie mal an und dann sagen Sie mal, ob Sie mit dem Upgrade zufrieden sind. Mache ich. Angenehm Aufenthalt, Herr Roberts. Danke. So, Schreihals. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, es ging ja um Apartments. Sie haben ja was von Apartments erzählt und wir sind Obdachlose. Also wir waren nicht immer so, aber wir sind aktuell obdachlos, weil wir keine Wohnung haben. Wir wurden aus dem Paradise rausgeschmissen. Wir sind seit eineinhalb Wochen hier und ich habe leider noch keinen Erfolg gehabt. Und vielleicht wollen wir mal zu meinem Kollegen. Der ist nämlich genau wie ich und wir suchen gerade ein Dach über den Kopf. Wo ist der Kollege? Wir müssen noch am High-Roller-Tisch sein, wo wir gerade die ganze Zeit gespielt haben. Vielleicht gehen wir da mal hin. Ist das in Ordnung? Gehen wir da mal hin. Ja. Das hat für dich heißt ein High-Roller-Tisch. Kommst du mit? Ja. Was ist mit der anderen Versammlung? Können wir gehen zocken? Ich habe den gerade versucht hochzubieten, der macht $10. Nur wir oder ist noch wer dabei? Ja, nee, die anderen können auch kommen. Ja, klar, aber ich meinte, außer uns fünf. Nee, ja, da stehen wohl welche. Gerade stand Drew alleine da. Ja, das schreit halt sein Kollege. Ja, der ist immer mal wieder der Inbauer. Das ist ein Maximaleinsatz an der Roller-Tisch. Für dich ein Taui. Tatsächlich bei deinem Glück $200. Ich hab 40.000 dabei, dann reicht das ja. 30. Okay, ich trau mich. Was traust du dich? $30, trau ich mich. So, Schreihals, wo ist dein Kollege? Guten Abend. Ja, das ist eine gute guten Frage. Abend. Ich rufe den mal eben ganz schnell an, ja? Ja, gut, dann spielen wir so lange eine Runde. Okay. Ja gut, dann fangen wir mal links an. Sicher, dass du dir das antun willst. Links bist du, Kino. Ja, komm, ich los weiß, geht's, ne? Kollege. Was machen wir? Egal was, ne? Ja, Würfeln und Karten hat er. Also kein Kokain, Mokain? Nope. Nee. Ah, da. 1000 auf 6. 1000 auf die 6. Ja, sehr schön. Und das sind die 1000. Nee. 5000 für Sie. 5000. Richtig. Nein, wirklich, das ist, also wirklich mit euch spielen zu gehen, ist eine Katastrophe einfach. Warum denn? Seid ja, froh, jeden Tag aufs haben. Neue ist mit euch spielen zu gehen, eine absolute Katastrophe. Und der Herr im weißen Hemd. Ach, ich bin das. Ja, Sie sind dran. Ach, wie spiele ich mit? Okay. Naja, wenn Sie am Tisch stehen, spielen Sie mit. $20 auf die 5. $20 auf die 5 und die 1. Ah. Herr Isten. Habe ich gesagt High-Roller-Tisch? 5.000 auf die 4. 5.000 auf die 4 und die 6. Scheiße. 1.000 auf 2. 1.000 auf die 2 und die 6. 1.000 auf die 3. 1.000 auf die 3 und da ist die 3. Oh. Ja. Wenn das 1.000, 5.000. Oh, bitteschön. Danke. Herr Bennett. Bennett, spielst du mit? Nee, ich stehe nur. Okay. Okay. 2.000 auf 4. 2000 auf haben die 4. So und ja, sag mal! Das gibt's doch nicht! Warum hast du mir keinen Kokainwürfel gegeben, Mann? Ich werd reich. Also noch mehr als ich jetzt schon bin, aber. Oh, und das sind dann 10.000 für Sie. Sehr schön. Weiter geht's. Wir haben einen neuen Spieler. Und das ist der Freund, von dem ich erzählt habe. Genau. Okay, Freund, von dem der andere erzählt hat. Ja, der ist aber bankrott, der kann hier nicht mitspielen. Aber wir wollten wegen dem Apartments nochmal mit Ihnen reden. Ja, Moment, wir machen noch eine Runde, dann sprechen wir über Apartments. Okay, ja, dann sind Sie erst dran.
20 auf Herz-Dame. 20 auf die Herz-Dame, Kreuz-Bube. Oh! Und Herr Hesten. 3000 auf die 2. 3000 auf die 2 und die 4. Ich hasse es, ich muss 10, bei der 4 bleiben. 10.000 auf 2. 10.000! 10.000 auf die 2 und es ist die 3. Oh. Ja, komm, wir reden über den 2. Oh mein Gott! So, Sie wollen ein Apartment gerne haben. Ja, ja, ich möchte ein Apartment. 3000 auf die 5. Also, Frio, komm doch mal her. Komm doch mal Ach, her. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. 3000 auf die. Der Herr hat nämlich Apartments und wir wollten gerne was mieten. Das ist der gezinkte. Ich weiß jetzt nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Da kommt immer der 1 oder der 6. Ja, also, wir haben zwei Stück aktuell frei: eins im Arcadius, eins in der Lombank. Das Einzige, was sich unterscheidet, Sie müssen sich sicher darüber werden, ob Sie, wenn Sie aus Ihrem Riesenfenster gucken, 6. gerne über den Start gucken oder gerne auf Strand und Meer schauen 6. wollen. Sehr schön. Für Sie. Eine alte Tonne hätte es auch gemacht. Also, ich will nur damit sagen, wir haben jetzt nicht so das Geld. Also, ich weiß nicht, wie. Naja, wir vermieten Luxus-Apartments und keine Mülltonnen. Oh, nee, okay. Da bin ich. Da bezahlen Sie 600 Dollar die Nacht. Oh, nee. 600 Dollar die Nacht. Spielst du eigentlich mit Privat? Das ist leider doch nicht drin. Ich habe nämlich gedacht, dass Sie noch ein paar andere. Auf die 6 zu vermieten haben. Nee, da sind Sie bei uns falsch. Haben Sie vielleicht eine Adresse für mich? 3000 auf der 4. Ja, Moment. Schreiben Sie sich mal eine Nummer auf. Ja, gerne doch. 707 384. Das ist der Herr Smee, fragen Sie den mal. Der kann Ihnen da vielleicht. Smee. S-M-E-E. Alles klar, dann rufe ich da doch gleich mal einen an und dann hoffe ich, dass der noch was für uns beide frei hat. Ja, ansonsten kann der Sie weitervermitteln. Ja, das hört sich doch cool an. Das hört sich danke für Ihre Zeit und tut mir leid, dass ich Sie da die ganze Zeit gestört habe. Ich habe das nicht Problem. Gewusst, dass Sie nur für Luxus-Apartment zuständig wären. Dann hätte ich Sie auch gar nicht von Ihrer Arbeit gestört oder von den Gesprächen, die Sie da hatten. Ja. Kein Problem. Ich gehe wieder spielen. Schönen Abend wünsche ich. Ebenso. Die 6. Komm, Bruder, wir gehen. Herr Sommer. Ja. Wollen Sie mitspielen? Dann sind Sie jetzt noch dran. Ja, 1000 auf die 5. 1000 auf die 5 und da ist die 5. So, gib mir 5000. Das sind 5000. Bitteschön. Und Herr Hesten. 5000 auf der 1. 5000 auf die 1 und die 6. Ja, klar. 1000 auf die 4. Ryan, der schließt auf Mieter, möchte dann schließen. Und die 3. Aber guten Tag. Besser. Und Herr Sommer. Der Höck, kann man Ihnen helfen? Kann man ihn noch mitspielen? Ja, sicher, stellen Sie sich am Tisch. 5000 auf die 3. 5000 auf die 3 und die 6. Ach, mein Gott. 2000 auf der 1. So, wer will dann Schließfach? 2000 auf die 1. Der Herr, der gerade das Schließfach bei dir gemietet hat. 1000 auf die 6. Ja, muss ich sowieso noch einrichten. Wo ist denn der? Der ist vorne am Eingang. Ja, dann soll er reinkommen. Ich gehe schon mal runter. Ich richte ihm das gerade ein. Okay, ich bringe ihn runter. Gleich. Ich würde es denn schon streamen. Er schon wieder, Alter. Streamzeit im Moment ist. Ich glaube, morgen wird ein bisschen entspannter werden. Weil morgen gehen wir only ins RP. So, Schließfach. 6. Hast du fürs Event schon alles ready? Ja.
eingerichtet? Jo, ist fertig. Okay. So, schon fertig oder was? Ich habe fast alles verloren. Aber immer habe ich gewonnen. Wie viel haben Sie gespielt? 500. $500? Richtig. Hier kriegen Sie 20. Wenn Sie eine Million draus machen, denken Sie an mich. Vielen, vielen Dank. Ich versuche mein Glück. Wo ist der Kino? Der ist gerade mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ja, ich werde irgendwann die Woche mal einen Tag freimachen müssen, Chat. Ich muss komplette Audio-Setup abbauen und neu aufbauen, ne? Und sämtliche Rechner fertig machen und so. Und die haben den Süchtigen. Ja, ja. Steht im falschen Automaten. Hä? Was? So, ich gebe dir einen Roll. Einen Roll? Einen. Auf den guten Würfel. Boah, das kannst du mir doch nicht antun. Einen auf den guten Würfel. Also überleg dir gut, was du setzt und was du nimmst. Warum bist du so zu mir? Einen auf den guten. Ja auch, oder? Kokain. Ach! Warte kurz, Telefon, ja? Das Passwort, die Zahlenkombination, die ich dir gegeben habe, bestimmt nicht mit dem Schlüsselbein. Doch. Also, Schließfach 6. Ja. Versuchen Sie nochmal bitte einzugeben. Nee, warte mal. Nee. Der Herr sagt weiterhin negativ. Nee, das stimmt auch nicht. Lass mal die erste Null weg. Lassen Sie einmal die Null weg. Unser System erkennt keine Nullen am Anfang. Ah, okay. Weiß ich Bescheid, gebe ich so weiter dann. Jo. Okay, einen Hasten. 3000 auf Kokain. Ich mag das Spiel auch. Bei meinem Papier, das ist wirklich, also. Mach nochmal. Jetzt kommt Kokain. Nein, es war einer. Doch, ja, nein, ja, die beide eine. Nein. Ich setz auch nur 800. Nein. Ich setz auch nur 10.000. 800 auf Kokain. Und Scheiße. Kokain. So, wie kann das denn sein? Zimmer Stein, Mann. So, wenn ich jetzt gespielt hätte, ne, dann hätte ich jetzt 10.000 auf Kokain gesetzt. Guck mal, und dann wären die auch weg gewesen. Siehst du, deswegen lieber nicht spielen. Außerdem habt ihr mir schon genug die Taschen ausgezogen. Taschen leer gemacht, Hosen ausgezogen. Was eigentlich damit? Ist das nur Deko? Nein. Aber ich habe den Stecker gezogen. Schade. Ich glaube, da würde ich mich sehen. Das leuchtet nur noch. Und das kann ich das mit nach Hause nehmen? Nein. Aber es ist besser, dass das nur leuchtet. Du. Ja. Wie läuft? Stell uns mal hier vor, Hasten. Ich hab 25.000 verloren. Bitte was? Ich geb ihm mal den Überschuss jetzt gerade mal, ne? Ja. Von heute. Ja. Und jetzt gerade. Gute Arbeit, Drew. Mir gefällt das Licht tasten. 6, 5, 47. Dann die 10 von Drew rein, ist das glatt. Mir gefällt das Licht hier. Und hier 25, 3, 24. Dann ist das auch glatt. Hast du verloren, mein Freund? Dann. Iron! Warum verkauft er mir nur 20.000 Jetons? Ist er leer oder was? Keine Ahnung. Ich
geht dann nochmal hin und fragt nochmal nach mehr. Oh ja, oh, okay. Ja. Ja, ich komme sofort. Ja. Hast du Abbuchungen am Eul gemacht eigentlich? Nee. Mhm. Wieso? Ja, da muss ich dringend mit denen sprechen. Also mit Eul habe ich überhaupt gar nichts zu tun. Ich habe einmal irgendwann eine Abbuchung ganz am Anfang gemacht, weil ich die fehlerhaft gemacht habe, $2,000 oder so. Aber da war da auch noch deutlich mehr. Ja, drauf. Irgendjemand hat sich heute 25.000 ausbezahlt. Oh, warte mal, vielleicht habe ich mich gerade auch vertan. Moment. Hast du $25.324 abgehoben? Warte mal, vielleicht habe ich das falsche Konto glatt gemacht gerade. Moment, 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 Moment. Casino. Warte, 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 warte. Office. Ja, hast du 0.32 Uhr. Oh, warte mal. Ja, ja. Abheben 40, 7. So, Moment. Wie viel habe ich vom Oil? $25.324. 25, 300 was? $324. 324 ist wieder drin. Hab falsche Konto geglättet. Perfekt, danke. Ich wollte Tom schon den Kopf abreißen. Nein. War ich. Bitte nicht Kopf abreißen. So, Office glatt. Oil ist mir egal. Warehouse ist Staatsgeld. Cap ist mir egal. Casino glatt. So. Dann. Ich mach euch jetzt pleite. Habe ich sogar 10 mehr gemacht heute, als ich gedacht habe. Perfekt. Ping? Der? Nein. Ist nicht cool. Weil Ping auch so eine komische Hose trägt die ganze Zeit. Nee. Und sich andauernd die Haare färbt. Bitte? Wie kann ich Ihnen helfen? Einen wunderschönen guten Abend. Das ich habe mit den Kollegen gesprochen und auch bei Quitter gesehen, sie haben noch 2 Office-Apartments zu vermieten. Möglich, ja. Wer sind Sie? Ich würde mich wohl für eins interessieren. Robin Doyle, mein Name. Schöne Haare. Vielen Dank. Casino-Zimmer oder Apartment? Was haben Sie denn frei? Also was würde denn die Nacht kosten? Ja, Casino ist ausgebucht gerade. 300 die Nacht, Luxus-Apartments haben wir 2 Stück noch, kostet 600 die Nacht. Ja gut, dann würde ich einfach mal 2 bis 3 Nächte nehmen. Geht das? Lombank hätte ich. Haben Sie einen schönen Blick auf Strand und Meer. Ist doch gut für Business-Meetings? Ja. Also besser finden Sie tatsächlich nicht für Business-Meetings. Ja, perfekt, alles klar. Dann was haben Sie für ein Business? Ja, ich komme aus Management Marketing. Ich bin heute erst in den Start reingekommen. Ich gucke mir das alles erstmal ein bisschen an. Und sobald ich da ein bisschen Überblick erschaffen habe, gucke ich mal, ob ich da gut, geben Sie mir hier und da mal die Tür aufgetreten kriege. Sie wollen eine Karte haben? Ja. Bekommen Sie natürlich. Alaska, hat irgendjemand einen Akku von Okoya? So, wie viele Tage Okoya, hast du einen Akku? 3. Ich würde erstmal 2 Tage machen, könnte man verlängern später. Ich denke, 2 Tage, ja. Helsen, gib mal einen Akku. So, dann bekomme ich einmal $2,200. 1.000 kriegen sie beim Auschecken wieder, Schlüsselkaution. Ich würde warten, wenn das geht. Weglaufen, dann. Da vorne ist ein Geldautomat, dann zahlen sie ein. Alles klar. Danke. Bitte? Scheiß Akku knapp halt. Wir müssen gleich schnell über was reden, Bennett. Du glaubst nicht, wer mir eine SMS geschrieben hat. Ich habe die aber noch nicht durchgelesen. Halbe Bibel. Aber lese ich gleich vor. Ich habe einen Anruf in Abwesenheit. Von? Parotti. Wer? Parotti. Ja, genau, der hat mir auch eine SMS geschrieben. Ah. Dann rufe ich den erstmal nicht zurück, ne? Ja, ja. Lass die gleich erstmal lesen. Ja, ich telefoniere mal kurz mit der Tankstelle, ob von denen noch jemand da ist. Die müssen eigentlich auch nochmal eine Auszahlung kriegen. Also ich bin ehrlich, heute ist nicht mein Tag. Wieso hast du schon wieder verloren, oder was? Ja, ich hab mal für High or Low versucht. So. Und dann ist alles fertig. Kommen Sie zum Verlängern einfach vorbei. Dann wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt. Super, vielen Dank. Schönen Abend. Ebenso. Ebenso. Also, sehe nur ich das so, oder war der wirklich unpraktisch geschnitten, der Anzug, und das ist einfach irgendeiner aus von der Stange. So, pass auf, hör zu. Guten Abend, Herr Sommer, Fragezeichen. Ich schreibe ja bitte.
Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Mein Name ist Angelo Perotti. Ich habe Ihre Nummer über das Quablet aufgeschnappt. Warum ich mich bei Ihnen melde, ist Folgendes. Bei Ihrer letzten Besprechung als Bürgermeister habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie ein Mensch sind, der fair ist und weiß, was es heißt, einen Staat zu leiten. Mein bester Freund ist während des Sturms auf der Nachbarinsel gestorben. Zumindest habe ich ihn seither nicht mehr gehört. Wir haben früher immer gefacetimed. Er ist auch der Grund, warum ich ausgewandert bin. Ja, bitte? Es war ihm sehr wichtig, deswegen spreche ich es nochmal an. Ich soll sagen, der Schreihals hat mich geschickt. Wohin geschickt? Er sagt, es wäre ihm sehr wichtig, wenn ich sage, wegen ihm wüsste ich, was für ein Zimmer sie frei haben. War dem kleinen Mann sehr wichtig, wollte ich nur loswerden. Ja, scheiß auf den. Würde ich auch sagen. Gut. Schönen Abend. Ciao. Ich weiß nicht, ob es... Manchmal kriege ich eine Behinderung. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Allerdings möchte ich mich daran beteiligen, den Leuten auf dieser Nachbarinsel in den Arsch zu treten. Leider weiß ich nicht wirklich, wie ich mich da nützlich machen kann. Ich bin jetzt seit einer Woche hier im Staat und muss sagen, dass es mir aktuell schwerfällt, Anschluss zu finden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wäre bereit, volles Risiko zu gehen und irgendwie zu versuchen, einen Weg auf die Insel zu finden, um mich eventuell gefangen zu nehmen oder ähnliches, um an Informationen zu kommen, wie wir denen gegenüber uns einen Vorteil erarbeiten können. Abschließend möchte ich mich nochmals entschuldigen für meine bösen und etwas abwertenden Worte auf Quitter. Mit besten Grüße, Angelo Perotti. Sören. Schreibt hallo, Herr Sauber, haben Sie kurz einen Moment? Vorbeikommen, ja, habe ich. Was los? Sagen Sie mal, haben Sie sich rein zufällig den neuen Auftrag angeguckt? Nein, von diesem komischen Martin Matrazzo oder so? Nee, wieso? Na, long story short, auf jeden Fall, der hat halt so ein komisches, so ein komisches antikes Gemälde und eine antike Vase. Und ja. Sagt halt, er muss halt irgendwie, hat halt wohl irgendwie einen Freund, der eine riesengroße Villa hat hier oben in den Vinewood Hills. Und da sind sie mir so ein bisschen in den Kopf geschossen, weil sie ja auch so eine riesengroße Villa haben. Sind sie rein zufällig ganz lieb, aber? Für jeden, der da versucht einzubrechen, den du mir bringst, Sören, zahle ich dir $1,000. Ja, finde ich cool. Also wir stehen gerade vor Ihrem Haus. Wir wollten da nicht reingehen. Keine Angst, ich rufe Sie ja an. Für jeden, aber der da reingehen will, gebe ich dir $1,000. Okay. Gut zu wissen. Und für jeden, der da ein... Jeden, doch bin ich. Jeder, der da einbrechen möchte. Ja. Machst du bitte, dass die Augen leuchten? Und dann bringst du mir den. Und dann gebe ich dir $1,000 dafür. Das finde ich schon ganz cool. Das werde ich mir merken. Aber Sie haben kein Interesse an so einem Gemälde. Willst du meine eigenen Gemälde klauen, Sören? Ich habe gesagt, ob Sie Interesse an einem Gemälde haben. Nee, ja, das kommt auf das Gemälde an. Und wenn das nicht aus meinem eigenen Haus geklaut ist. Nein, das meine ich doch nicht. Okay. Aber dann habe ich, hab ich grundsätzlich Interesse an Gemälden. Okay. Na gut. Dann weiß ich Bescheid. Das war es auch schon. Ja, ciao. In meinem Geschäft ist Loyalität alles. Ein guter Freund von mir hat einen ausnahmsweise mal legalen Dienst erwiesen. Ich möchte mich gebührend bedanken. In meinem Besitz sind Kunstgegenstände von unschätzbarem Wert. Ich möchte, dass Sie sicher diskret und diskret zu meinem Anwesen in den Vinewood Hills bringst. Hä? Dann ist das doch nicht meine Hütte. Nee. Wie kommt er denn da drauf, dass wir... Weil das Wipperfürzen und dumm sind. Hä? Moment. Hat hier eine gefürchtete Persönlichkeit, kriminelle Unterwelt, skrupellose Drogenbaron, Anführer, berüchtigten Verbrecherkartell. Blablabla. Okay, ist doch Bullshit. Ja, gut. Der ist ganz schön dumm. So, ja, zurück zu Perotti. Schreibt ihm doch mal, dass der herkommen soll und wir mit dem über seinen Plan sprechen und dann stechen wir den ab und lassen ihn verschwinden. Der ist aus dem Kopf. Guck mal. Das fing an, der erste Kontakt mit dem war auf unseren Vermietungsquid, wollte er auf Quitter einen Dicken machen. Hat sich sein Quitter-Konto angelegt mit dem Quitter-Händel bling bling. Wollte irgendwie Leuten zeigen, dass der augenscheinlich wohlhabend ist, deswegen der Quitter-Händel bling bling und auf unseren Vermietungsquid von Zimmern. Warte kurz, ja? Hallo? Herr Sommer. Ja, Herr Roberts. Ich habe das Zimmer gefunden. Ja.
und wollte nur sagen, es ist wirklich atemberaubend. Dann freue ich mich, dass ich Ihnen eine Freude machen konnte, Herr Roberts. Damit auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen dann einen schönen Aufenthalt. Danke sehr. Tschüss. Ciao. Gut. Woraufhin er halt schrieb, so ja, vermieten Sie die Zimmer nur oder verkaufen Sie die auch, wollte irgendwie auf dick machen. Woraufhin ich ihm geschrieben habe, dass wenn Bling Bling seines Twitter-Handles auch sein Kontostand ist und nicht nur das Alarmsignal seiner Bonitätsprüfung, kann er sich gerne wieder melden. Der nächste Kontakt ist dann gewesen, dass er Bennett hier im Casino angesaugt hat mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Ich weiß gar nicht mehr, was er da wollte. Aber kannst du ja auch nicht mehr auch sagen, irgendwie dicke Fresse haben, auf jeden Fall. Und seitdem ist es derjenige, der auf Twitter verbreitet, dass ich Staatsgelder hinterziehen würde, um goldene Statuen zu bauen. Mit Hashtag Neuwahlen und keine Ahnung was. Der macht von Anfang an, seit wir den Namen das erste Mal gehört haben, ist er nur darauf aus, uns irgendwie maximal auf die Eier zu gehen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich setze mich mit dem auseinander und lasse den verschwinden. Möglichkeit Nummer 2, ich scheiße auf den irrelevanten Vollidioten, weil ich sowieso genug zu tun habe. Ja, bestell mir den her, ich kümmere mich drum. Nummer 2. Ja. Nein, Nummer 1, wir lassen den verschwinden. Ich würde gar keine Arbeit reinstecken, ne? Da lässt sich bestimmt was einrichten. Kommen Sie zu einem Gespräch zum Casino. Dann gib mir das Geld. Ja. Der wird nicht kommen, wetten wir? 10.000 hat er nicht kommt. Kriegt noch eine halbe Million. Ich wette dagegen. So, aber um den müssen wir uns alleine kümmern, weil der Typ auf die Insel gehen möchte. Ja, das heißt, wir haben halt hier ein staatliches Anliegen, um uns um den Typen zu kümmern und dem klarzumachen, warum es keine gute Idee ist, auf die beschissene Insel zu gehen. Der Nächste, der einen Helm am Brennen hat. Wirklich, also... Ich wünsche schon Feierabend. True! Kundschaft! Die geht, glaube ich, in ihr Zimmer. Ich habe auch kein Geld mehr. Ich habe gerade gegeben. Okay, ja, dann geht Feierabend. Weil ich ja sagen muss, lass dich doch auf der Insel rennen, dann hast du das Problem. Also, dann kommen die uns zu töten. Dann kommen die wieder hier hin und sagen, wir töten 40 Leute, weil irgendein Volldulli auf die Insel geschwommen ist. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Also ich denke auch, der kommt nicht. Ich glaube doch, der kommt. Also müssen wir uns um das Problem kümmern, bevor das Problem wieder größer wird. Boah, warte, ich frage, wann hast du das alles bekommen? Nee, ja eben. Warte, ich outsource das. Das geht nicht ran. Sehen, dass der rangeht, der geht immer ran, der schläft nicht. Ich setz dagegen. Zu spät dafür, kannst du nicht sagen, wenn der Telefon schon 600 Jahre klingelt, du Arschloch. Schade. Meine Fresse. Gut, dann... Die will ich nicht outsourcen. Ah, dann outsourcen wir anders. Der geht ran, der schläft auch nicht. Was? Warum? Wo ist denn der Valeska hin jetzt? Wenn ich das bezahle, darf ich dir ins Gesicht hauen. Als ob! Okay, dann gucken wir mal, ob der kommt. Dafür. Nee, dafür ist mir nicht wert. Los. Darf ich mir. Gewölbt. Hat wirklich keinen Tisch mehr, der offen hat? Natürlich hat ein Tisch offen. Kommen Sie mit, selbstverständlich hat ein Tisch offen.
Der ist vor 2 Minuten Feierabend gegangen, tatsächlich, der letzte Tisch. Boah. Und als sie an uns vorbeigegangen sind und ich dem gesagt habe, mach einen Tisch auf, hat der gesagt, naja, die geht nur in ihr Zimmer. Nee. Ich bin hier hintergegangen. Sie wollen Geld gewinnen. Ja, ich hoffe. Wollen heute, ich glaube, ich verliere. Als Millionärin hier rausgehen. Ah, ich bin halt ein Pechvogel. Das sehen wir jetzt, ob sie tatsächlich ein Pechvogel sind oder nicht. Ich denke schon. Moment, lassen Sie mich mal gerade. So, was haben wir denn? So, wo sind meine Würfel und wo sind meine Karten? Sie wissen, wie die Spiele funktionieren? Ja, irgendwas mit Würfeln und irgendwas mit Karten. Ja, Würfel, Zahl von 1 bis 6. Wenn Sie die Zahl treffen, die der Würfel tatsächlich zeigt, können Sie einen Einsatz verfünffachen. Wenn Sie aus einem 52-kartigen, Sie wissen, was ich meine, es spielt 52-kartigen Kartenspiel, die richtige Karte treffen, wo natürlich die Chance ziemlich geringer ist, die richtige zu treffen, können Sie einen Einsatz verfünffachen. Ich würde den Würfel empfehlen. Wir nehmen mal den Würfel. Den Würfel. Und 200 ich sag Dollar. Die 5. $200 auf die 5. Hätten sie eine Karte genommen, wäre das eine Pik 4 geworden. Haben sie aber nicht, sondern einen Würfel. So, auf die 5. 6. Ach, weiter ist geht's. Die 6. Ja, war die erste Runde, ne? Das kommt noch. Ja, gut. Dann mach mal tatsächlich jetzt in die 6. $200 auf die 6. Da wäre die 5. Da war die 5. Das warum? So, wir haben neue Spieler am Tisch. Das ist ja... Herr Hasten. Ja, schönen guten Tag. Würfel wird gespielt. Welcher Würfel? Der also, normale Würfel. Ich mach nochmal auf die 6. $200 auf die 6 und 2 und Hastings. Und ich dran. Bin Platte. Perfekt. 2500 auf die 4. 2500 auf die 4 und 6. Okoye. $500 auf die 4. $500 auf die 4. Ich hasse dich so sehr. Ich muss Geld holen. Vier damit. 2500 also Dollar Geld. Auszahlung. So bleibt man reich, Jungs. So bleibt man reich. Kann doch nicht sein, dass so. Du meine Glückszahl nimmst. Wir warten kurz auf die Spielerin, bevor ihr mich hier wieder blank macht, die gerade Geld holen geht. Macht doch gar nichts. Aber gut, der erste, die hätte nicht mehr weitergespielt. Ne? Jetzt hast du 2,5 gewonnen. Ja, das war gar nicht so schlecht, weil jetzt holt die Geld und spielt weiter. So funktioniert Casino. 3000 auf Kokain. Leck mich. Fix, das wird nicht gespielt. 50.000. Das wird nicht gespielt. Dann auf die 3. Auf die 3, das spielen wir. Meine Fresse. Hättest du mal Kokain gemacht. Hätte ich mal Kokain gemacht. Wobei, warte mal, finden wir mal kurz raus, ob ich das tatsächlich gemacht hätte. Na, hätte ich das mal gemacht. Okay, so, kriegst trotzdem 5.000 von mir. Moment. Das kann ja nicht sein. So, hier. Danke. Ihr sollt auf die Spielerin warten. Macht doch gar nichts. Okay, ihr kriegt einen Spezialwürfel. Boah, geil. Jeder einen. Okay. Wirklich nur einen. Okay. Fängst du an, Opa? Nee, mach du. Wirklich jeder nur einen Spezialwürfel. Okay, 1.900? 1.900 auf Kokain. Ach Mann, das gibt's okay. doch nicht. Hasten auch. Einen Spezialwürfel. 1.500 auf Kokain. 1.500 auf Kokain. Ach, das ist ja. Wieder zweimal. So. Das ist. Okay. Das Sie ich wieder schwöre, mal. Dieser Tisch ist. Ja, das ist der Fluch. Hallo. Das ist der Anti-Okoye, Anti-Hasten-Tisch. Ja, du hast okay, gerade zweimal gewonnen. Was ist, aber. Was ja, ist Kokain? Das ist Spezialwürfel. Das ist ein Weißstoff. Platin-Kunden. Ja, wenn sie häufiger ja, kommen. Ja, ich weiß generell, was es ist. Dann, ach so, wusste ich nicht. Wenn sie häufiger kommen, häufiger spielen, bekommen sie Spins auf den Spezialwürfel. Aggressiv, ah, die okay. bestimmt eins bin frei, ich bin oder? Nicht aggressiv, ich bin total lieb. Hi, ne? So. Aber sie sind an. Auch dran. Ich schreie doch nicht. Boah, ist denn wirklich machen, komm. Ja, ignorieren sind, sie den einfach, der hat nicht alle Latten am Zaun. So. Wir sind immer noch beim Würfel? Ja, wir sind immer noch beim Würfel und sie müssen ja einen Einsatz platzieren. Okay. Ich sag 200 auf die 4. $200 auf die 4. Und Bennett. Ah! Ich spiele mit, ja, okay, warte. Ja, du musst nicht. Setz 5.000. Willst du? Willst du oder willst du nicht? 5.000 auf die 3. 5.000 auf die 3. Und Okoye. 500 auf die 1. $500 auf die 1. Hasten. 5.000 auf die 1. Boah Gott, wirklich. Hey, das ist, ich bin raus. Sie sind wieder dran. Wie ist Ihr Name überhaupt? Rachel, hi. Rachel. Einsatz, Rachel. $150 auf die 6.
$150 auf die 6. Woo! Und da haben wir die 6. Wenn Sporttaschenrechner es fehlt. Was waren das? $150. Ja, sind $750. Boah Gott, wirklich, das hätte ich am Kopf rechnen können. Aber, ja. Schule ist auch schon lange her. 100 auf die 4. $100 auf die 4. Okay. Bin ich? Was? Ja. Ja, du bist dran. 3. $500 auf die... Mein Gott, wie kann man denn... Geil. Ui, ui, ui. Glück ist mit dem Bogen oder so. Wie sagt man? Hier, 200.000. Dankeschön, Rachel. Wir machen mal 200 auf die 4. 200 auf die 4. Ach, komm. 100 auf die 4. 100 auf die 4. Aha! Das gibt's doch nicht. Oh, Bennett, du Arsch. Oh, Goya. 500 auf die 4. 500 auf die 4 und Rachel. Ich sag 200 auf die 3. Hast du? Mein Portemonnaie. Schwierig. Ja, ist leer schon. Nee. Da. 200 auf 3. Und Bennett. Nee, auf die 4 habe ich gesagt. Was? Auf die 4 habe ich gesagt. Ich sagte 200 auf die 4. Na gut, tut aber auch nicht weh, ne? Ja, also da habe ich aber, also das ist aber okay. Ich sagte 200. Ja, okay. Ich glaube das mal. So, Bennett. 100 auf die 3. 100 auf 3. Oh, cool. Mann. 5. 500 auf. Sag mal! Egal. Du kriegst ja ein Spielverbot hier. Hier. Okay, welche? Wir machen 200 auf die 6. 200 auf 6. Ah. 100 auf die 6. 100 auf 6. Aha. Cloud, Alter. Mhm. Und Okoye. 1000 auf die 3. 1000 auf 3. Welche? 200 auf die 4. 200 auf 4. Ah. 1000 auf die 4. $1000 auf 4. Mann. 1000 auf die 5. 1000 auf 5. Rachel. 200 auf die 6. 200 auf die 6. So, stopp. Eine Runde Spezialwürfel. Geil. 1000 Kokain. Weißt was? Der Würfel hat Symbole drauf. Stein, Schere, Papier und Kokain. Es sind vierseitiger Würfel. Der ist allerdings gewichtet. Kokain wird deutlich seltener kommen wie Steinschere und Papier. Steinschere und Papier verdreifachen den Einsatz, Kokain verzehnfacht potenziell. Okay. Gut. $1000 auf, Bennett. Kokain. Eine Runde wird nur gespielt. 1000 auf Kokain. Eine Möglichkeit Runde. Auf 10.000. Wir würfeln. Ah. Gut. Ich habe doch noch nicht mal was gesetzt. Okoye. Nein. Achso. Ja. Okay. 1000 auf die Schere. Wir haben Papier. Rachel. 1000 auf Schere. 1000 auf Schere. Und wir haben Papier. So, normaler Würfel. Endet. Ich mag nicht mehr. Gut, okay. $50 auf die 5. $50 auf die 5. Jetzt haben wir Karo 3 genommen. So, und die 6. Rachel. So, let's see. Jetzt 200 auf die 4. $200 auf 4. Okay. Gut, dann bin ich jetzt raus. $37 auf die 1. $37 auf 1. Ah. Also, es ist keine 1, das kann ich Ihnen sagen. Okoye, du bist verloren. Du musst jetzt meinen Laden wieder aufmachen. Ich bin arm. Ja. Also, war schön. Ja, danke. War wirklich schön. Warte. Jetzt mal Stein genommen. Hm. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das Gleiche. Ja, wild in dieselbe Richtung zu. Ja, ne? Hallo. Hola. Guten Abend. Tschüss. Wo hast du eigentlich die andere her? Die andere hat mir einen Kumpel organisiert. Alessio,
Bitte. Ich denke, deine Antwort ist nein. Ich frage dich trotzdem. Drake Roberts, hast du den Namen schon mal gehört? No. Hatte ein Casinozimmer, ist von uns geräumt worden. Stand heute vor mir, war im Urlaub, konnte die Welt nicht fassen, weil er für 10 Tage verlängert hat. Hat ein Bar bezahlt, weil ihm ein Typ im Casino-Pulli vor dem Casino gesagt haben soll, dass das Kartenlesegerät kaputt wäre und er Bar zahlen müsste. Okay, dann hat den nicht mal verarscht. Und entweder der verarscht uns, der hat aber wirklich nicht den Eindruck gemacht, uns zu verarschen, oder den hat jemand richtig hart gescammt. Da müssen wir Auge drauf haben, ne? Sehr. Dass gerade wenn jetzt irgendwelche Neueingereisten ankommen, dass wir unsere Leute darauf anweisen, den Leuten Ausweis zu zeigen. Die haben ja einen Ausweis, wenn die bei uns arbeiten. Ja. Weil, also entweder der verarscht uns oder der wurde richtig hart gescammt. Ich habe ihm jetzt für den gleichen Preis, wie er hier für 10 Tage verlängert hätte, habe ich ihm jetzt ein Upgrade auf Arcadius 9 gegeben. Okay. Der ist da sehr, sehr happy, aber der wurde ja wahrscheinlich hart gescammt. Ich habe alle Unterlagen durch, ich habe alle SMS durch und so weiter. Es ist keine Verlängerung bekannt von dem. Da hat irgendjemand Schnapp gemacht, ja. Na, der soll den Casino-Pulli angehabt haben und hat dem $3,000 abgenommen. Also den einzigen, den ich kenne, der den Casino-Pulli trägt von uns, ist Valeska. Ja, und der sagt, er kennt ihn nicht. Und, aber wenn Valeska den Roberts, kennt, der sagt auch, nee, das ist nicht der gewesen, dem ich das gegeben habe. Okay, dann, also von uns trägt sonst keiner diesen Casino-Pulli. Also ich trage den gar nicht und ich habe auch noch keinen der Mitarbeiter gesehen. Ja, also da trägt einer augenscheinlich unseren Merch und hat da $3,000 Schnapp gemacht bei einem, der ein Zimmer verlängert hat bei dem und hat dem nur gesagt, nee, wir akzeptieren gerade nur Barzahlung. Okay, dann müssen wir tatsächlich drauf achten. Ja, see. Okay, dann jeden, den ich mit dem Casino-Pulli sehe, der nicht zu uns gehört, den werde ich mal kontrollieren. Ja. Und der Dinges hat sich gemeldet, der Perotti. Ja. Warte mal, der hat geantwortet eben. Nee. Ah? Achso, nein. Das war meine SMS, nevermind. Ich habe dem geantwortet. Ja, hier von wegen, der will auf die Insel. Der hat sich gemeldet, bla, ich habe einen falschen Eindruck von ihnen gehabt und so weiter. Ich will auf die Insel, weil da ist mein bester Freund getötet worden und Kino, komm mit. Ja. Der macht nur Theater, der Typ. Ja. Der wollte mir jetzt in einer riesen Wall of Text sagen, nachdem er die ganze Zeit öffentlich auf Twitter erzählt, ich würde von Steuergeldern goldene Statuen bauen und er würde irgendwelche Casinozimmer kaufen wollen und sich irgendwie mit Bennett im Casino anlegt. Und das ist doch auch der irgendwie erzählt hat, der hätte Anteile am Casino, ihm wird hier irgendwas gehören oder so eine Scheiße. Ach, warte, genau. Der Parotti ist der Vollidiot gewesen, der im Kreis im Casino zu mir meinte, also zu den Mitarbeitern meinte, ja, diesem Herrn Bennett würde ich auch gerne mal das Gesicht nach innen drücken. Und dann habe ich dem die Ansage seines Lebens gegeben und gesagt, der kann jetzt mal schlafen gehen und dann ist er irgendwie aus dem Casino marschiert. Aber der hat irgendwie allen rum erzählt, er würde mir gerne das Gesicht nach innen drücken. Warten wir noch auf den hier, oder? Nee, der hat nicht mehr geantwortet, aber das ist jetzt auf jeden Fall derjenige, der gerne auf die Insel schwimmen möchte. Okay, soll ich ein paar Gruppierungen drauf ansetzen? Ja, setz mal alles auf den an, den zu fangen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir den fangen. Kann mir jemand einmal den Namen schicken? Ich vergesse. Angelo Perotti. Valeska, schreib mir das mal per SMS, bitte. Ich vergesse das sonst, dass ich das einmal schriftlich habe. Weil da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Ansonsten hätte ich gesagt, scheiß auf den Vollidioten. Aber wenn der auf die Insel schwimmen will, müssen wir uns drum kümmern. Ansonsten haben wir die Haios wieder hier stehen. Ich habe gehört, du hast heute mit die Schwede gesprochen. Der hat mir eine SMS geschrieben. Ja, habe ich. Okay, ich war gestern bei denen und weiß aber gar nicht mehr, was der wollte tatsächlich. Irgendwas, der wollte Schlag. Nummer ansagen. Das muss einer von den Jungs mal. 308 994. Stimmt, der wollte irgendwie Schlagringe verteilen oder sowas, aber ich habe gesagt, also 308, weil das wohl irgendwie für irgendwelche Leute, die irgendwas hier wegen Route und so weiter und so fort. Ich habe den an dich verwiesen, habe gesagt, er soll sich mit dir in Verbindung setzen. Okay, ja, see, der hat mir auch geschrieben, alles klar. Ich fühle es jetzt nicht, den Leuten das zu verteilen, um ehrlich zu sein. Soll ich den Leuten jetzt Messer geben? Ja, aber also, weißt du, ich habe da nichts mit zu tun. So, dass, ich habe wirklich, ich komme aus dem Haus und habe 14 SMS. Ja, so, bei mir sieht es anders aus. Ich brenne. So, wenn wir die Aufgaben nicht verteilen, dann kann ich... Alles gut. Ich kümmere mich darum. Dass ihr es einmal gehört habt, ich setze mich heute Abend noch in den Flieger. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern ich die nächsten Tage irgendwie da sein werde. Ich weiß nicht, Valeska, vielleicht kannst du das machen. Die Tankstellen-Dudes sollen sich Geld, Kirmes soll den Geld geben. Dem Novak und den Angrobota, der soll den beiden 10.000 geben. Ja, ich habe. Wohin fliegst du?
Ich habe keine Zugriffe auf die... Ja, Kirmes kann sich das abheben. Ja, damit ich einen Einblick haben kann, seit wann die auch da sind. Die sind jetzt drei. Ja, aber der kann mal Gästezimmer streamen. Was für nächsten Tage bin ich da, Alter? Setz dich ins Gästezimmer und stream, du Opfer. Irgendwie jetzt Mittwoch einfach. Wofür habe ich das gebaut? Also ja, ich bin halt in der Woche gar nicht da. Ich bin ab Mitte der Woche auch nicht da. Ne? Ab Donnerstag, glaube ich, bin ich nicht mehr da. Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung, irgendwie so. Muss nochmal gucken, wann mein Flug geht. Scheiße, das ist schon am... Dann musst du den Laden hier auf Trab halten. Oh, weil es fuck! Krieg ich hin. Dann müssen wir halt bis dahin die... Wir starten schon am Freitag. Ich hole mal kurz die Akkubestellung. Freitag geht schon los. Jo, morgen ist Montag. Gut, ich habe das jetzt allen gegeben, also so grob zumindest, dass alle Messer und sowas herstellen können. Und ich sag das eine Woche danach. Hyper führt das mache ich morgen, aber den habe ich schon mal welche gegeben, dass die welche haben, aber ich habe kein Gerät mehr. Das produzieren wir nach und geben dem morgen eins. Ja. Den Raven, die kriegen auch morgen eins, aber die haben auch schon Messer gekriegt. Was ist mit Wasser? Okay, verkaufen, Andi. Andi, kannst du es verkaufen. Aber ich glaube, es ist zu spät, weil Valeska mir vorhin schon erzählt hat, dass Gangs an Zivilisten die Messer verkaufen. Nee, das ist ein bisschen Paulaner gewesen. Okay, gut. Also es ist dein Bier, Bruder. Aber das lässt sich auch nicht vermeiden. Die Messer gehen jetzt durch den ganzen Staat halt. Ne? Das ist jetzt... Ja, aber den Weg, den Wasserhahn, ich würde denen den verkaufen. Die sind so dumm. Ja, und vor allen Dingen, was ist mit der Knarre, Ryan? Die haben diese Knarre, sollten die uns geben oder dir geben. Und drücken und sich davor. Und ich habe gehört, dass die halt versuchen, die haben anscheinend den Rockern wohl eine Knarre angeboten und so. Die versuchen, die halt zu verkaufen. Ja, hol dir mal eine Bestätigung über die Aussage ein. Und dann augenscheinlich wollen die Münzen nicht haben. Ne? Dann wird er wahrscheinlich von den Insel-Heinis hops genommen. Haben wir denn noch Münzen? Ja. 11, glaube ich. Ist alles, was wir haben. 11 Stück sind dann noch im Schließfach drin. Ne? Das sind alle, die ich noch hatte. Da müssen wir halt ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen haushalten, ne? Dass wir die selber halt benutzen für die Inselleute zur Not. Ja, also wie gesagt, ich setze mich heute Abend in den Flieger. Ich weiß nicht, inwiefern ich die Woche irgendwie da sein werde. Aber Geschäfte müssen... Bro, es geht am Freitag los! Wegen der Holding führen. Okay. Und dann sehen wir uns auch erst irgendwie... Mitte, Ende nächste Woche wieder. Ah, gut, ich muss mir da noch die Info holen. Okay, dann mache ich das mit dem morgen. So, wer von euch braucht gerade Akkus? Ja, der ist in der Akkus. Ich habe gesehen auf Quitter, sie vermieten Apartments. Ja, das ist so richtig. Das haben die zwar, also ist da noch eins von den beiden oder sind die oder schon weg? Eins habe ich noch. Was kostet das in der Nacht? $600 die Nacht. $1000 Schlüsselkaution, die kriegen sie beim Auschecken aber wieder. 72 Quadratmeter, Flachbild, Fernseher, riesengroßes Wohnzimmer, eigenes Büro, Schlafräume, also Schlafräumlichkeit, Badezimmer und Dusche getrennt, Whirlpool, Badewanne, alles, was das Herz begehrt. $600 pro Nacht? Ja. Was Billigeres haben sie nicht noch? Billigere Luxus-Apartments haben wir nicht, ne? Nein, Luxus ist... Ja gut, wenn das Luxus-Apartments sind, ich glaube, ich rufe sie eventuell gleich wieder an, dann muss ich jetzt mal auf mein Konto schauen. Okay, Dankeschön. Perfekt, jo, tschüss. Ja. Was wäre denn ein billigeres Luxus-Apartment? Weiß ich nicht. Eben gerade kam einer, der würde auch in einer Tonne schlafen. Danke. Weiß nicht, warum die sich dann bei uns melden. Es gibt doch genug Hotels, Vermietungsorganisationen, Gedönsdings, Bambi, Kacke und was weiß ich nicht alles. Warum rufen die mich an für eine Luxus-Apartments, wenn die in der Mülltonne schlafen wollen? Dann sollen die in der Mülltonnen-Vermietungsfirma anrufen und nicht bei mir. Wenn die was brauchen, sag Bescheid, die können Wohnmobile bei mir kaufen. Ich brauche Geld. Ja, glaubst du, wenn die nicht $600 die Nacht haben, dann haben die 70.000 für ein Wohnmobil? Ja, doch. Weiß ich nicht. Ich brauch Geld, dringend. Ja. Ich bin übrigens irgendwann die Woche auch ein paar Tage auf Geschäftsreise. Ich weiß noch nicht wann. Okay. Aber morgen bist du noch da? Ja, morgen bin ich da, ja. Okay. Nimmst du mich mit, wir könnten Wellness machen. Wir könnten gemein. Wo wollt ihr denn hin? Ich hab einen Zwischenstopp in zu Hause in Italien.
am Donnerstag und danach wäre ich free for all noch, wenn wir noch ein paar Tage woanders hin wollen. Ja, dann jo, Vegas, dann machen, gucken wir uns ein paar Spiele an oder sowas. Machen wir Vegas. Doch. Seht, dann lass am Freitag Vegas. Dann machen wir ab Freitag, verlängertes Wochenende irgendwie, bis Dienstag, Mittwoch machen wir Vegas, von Freitag bis Mittwoch. Soll ich mitkommen, ja? Ja, würde schon sagen, du kannst auch schon mal mitkommen. Ah, okay, perfekt, machen wir so. Ja, warum nicht? Ich meine, wir ballern hier seit 3 Wochen durch, da machen wir halt mal eine halbe Woche oder eine Woche Vegas, so, warum nicht? Ja, okay, machen wir so. Würde ich fühlen. Ja, würde ich auch fühlen. Ja, geil. Aber Alessio. Bitte. Das können wir nicht aufnehmen. Die Kameras sind defekt, die ich habe. Oh. Wir haben keine Akkugeräte. Und wir haben den Stromschaden in der Gewerbeamt unten. Scheiße. Tut mir Fuck. Leid. Ja. Hast mir fast gedacht. Es tut mir leid. Ich muss, also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich muss erstmal noch mal gucken, also. Was musst du klären? Ach ja, yeah, alles drum und dran, ne? Ob ich hier June wirklich allein lassen kann. Boah, wirklich vor jedem Event, Digga. Ich bin so dumm, Alter. Ich bin so dumm, ich hätte so viel Zeit gehabt. Ich sitze hier jeden Tag 12 bis 16 Stunden und bin am Stream. Jeden Tag. Anstatt dass ich einen Tag frei mache oder zwei und die Kacke aufbaue und Studio fertig mache und. Mein Gott. Ja, ich krieg das hin, Alter. Ich krieg das hin. Ich schaff das. So, haben wir heute noch groß auf dem Plan? Oder ich wollte eigentlich noch Schlüsselkasten und Buchhaltung machen, aber das mache ich dann morgen Mittag. Ich muss jetzt schlafen. Wir haben 9:09. Ja. Tschüss. Boy. Tschüss. Ciao. Ja, vielleicht komm ich gleich nochmal eine Runde in Whirlpool. Treffen wir uns gleich? Ich geh jetzt erstmal ins Pentas. Wir sehen uns morgen, Jungs. Ja, alles klar, bis bald. Komm, wir gehen in den Pool, Loco, ja.